Herzlich willkommen, wir sind die Dice Actors. Hey. Ja. Eine Gruppe von Synchronsprechern und einer Sprecherin, die ich, Alex von der Abenteurergilde, mit meinen Geschichten in die Verzweiflung treibe. Dass wir überhaupt hier sein können, verdanken wir einigen Personen und da übergebe ich direkt an Patrick Bär. Auch in dieser Folge möchten wir uns bei Grover bedanken. Auf grover.com findet ihr aktuelle Technik-Highlights zu fairen Preisen flexibel zum Mieten. Also ihr wählt euer Wunschgerät, sucht euch einen passenden Zeitraum aus und wenn ihr das Gerät satt habt, könnt ihr es gerne tauschen gegen ein anderes Gerät oder gegen nix. Wie, kostenlos? Nicht kostenlos, aber zumindest zu fairen Preisen. Guckt mal auf grover.com, da findet ihr sicherlich auch was Schönes für euch. Außerdem danken wir Vince und Erik, die uns geholfen haben beim Intro. Erik hat uns nicht nur das Intro gemacht, sondern Erik hat hier auch geholfen, alles aufzubauen, die Lichter, die Kameras, alles einzustellen, gemeinsam mit Carina. Und hat jetzt dieses wunderbare Intro geschnitten, was ihr gleich nochmal sehen werdet. Und die Musik hat Vincent Lee gemacht, den ihr vielleicht schon kennt, weil er auch einiges auf YouTube macht. Und guckt auf jeden Fall mal bei den beiden vorbei. Verlinkt sind sie in der Beschreibung. Und ich erinnere alle nochmal, dass wir ein Gewinnspiel am Laufen haben. Es könnte sein, dass, ich zeige jetzt wieder nach dort, auf dieser Seite Würfel zu sehen sind, die ihr gewinnen könnt. Wie das geht, super schwierig. Ihr müsst einen Kommentar hier unter diesem Video lassen oder unter unserem ersten Video. Es ist super schwer, probiert's mal aus. Ich weiß nicht, ob ihr es hinkriegt, aber es wird großartig. Ihr könnt diese Würfel gewinnen. Nächste Folge verraten wir den Gewinner. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich krieg das hin. Und letztlich gibt es noch Möglichkeiten, wie ihr uns direkt unterstützen könnt. Einen Kommentar abzugeben ist natürlich immer super für den YouTube-Algorithmus, aber wenn ihr uns abonniert und immer wissen wollt, wann die nächste Episode kommt, einmal wöchentlich und dann immer Bescheid kriegt, dann abonniert diesen Kanal. Das wäre richtig gut, das hilft uns weiter. Und solltet ihr uns noch mehr unterstützen wollen, dann schaut mal auf unserer Steady-Seite vorbei, ein Crowdfunding-Ding, wo ihr uns unterstützen könnt auf finanzielle Art und wir euch etwas dafür zurückgeben. Was genau, das findet ihr alles dort. Schaut da mal vorbei. Ansonsten kommt jetzt das tolle Intro von Erik und Vince für die Dice Actors. Unsere Gruppe aus fünf ungleichen Helden befindet sich im kleinen Dörfchen Trabenhain. Der drachenblütige Medrasch und der Druide Gon warteten hier auf ihr Schicksal, das ihnen in einem mysteriösen Brief versprochen wurde. Östliche Kundschaft, mit denen sie weiterreisen wollen. Die Schurken Eleni, der Halbling Perrin und der Kleriker Flint fanden sich im blasierten Blesshuhn dann ein, der Taverne, in der Medrasch und Gon rasteten. Eine bunte Gesellschaft erwartete sie, als sich herausstellte, dass sich ein hoher Adel im Dorf niedergelassen hatte. Der gretornische Prinz ist auf diplomatischer Reise und suchte diesen Abend nach Unterhaltung. Geschichten wurden ausgetauscht, Alkohol konsumiert und sich nach einigen Meinungsverschiedenheiten doch geeinigt, sich über die eigenen Vergangenheiten auszutauschen. In der Nacht hatten dann zwei unserer Helden einen verhängnisvollen Traum. Gon und Flint. Ihr erwacht, schweißgebadet. Hey, Gon. Du fette Henne. Was ist denn los? Ich hab nur nicht so gut geträumt. Ja, wer weiß, was du in deinen Tee reingetan hast. Lass mich kurz, ich geh zum Fenster hin und atme einmal tief durch. Alles in Ordnung, mein Freund? Ja,
Ja, ich habe... Oh, entschuldige. Ich habe... ich hatte einen Traum. Aber... Es ist... Ich glaube, du hattest recht. Ich glaube, wir sollten uns der Gruppe anschließen. Was hast du gesehen? Wir müssen nach Halbschimmer. Ja. Weißt du noch, als wir uns damals in Lestia begegnet sind? Ja. Mit diesem Barden? Kalimerion? Oh, ja, ja. Ja, ja. Ich habe damals auch von ihm geträumt. Und es hat sich alles bewahrheitet. Wir müssen nach Halbschimmer. Wir müssen mit ihm gehen. Was erwartet uns da? Ich gehe erstmal stumm zum Fenster und atme weiter durch. Unten in der Küche, wo die anderen drei sich niedergelassen haben, erwacht Flint. Oh Gott. Flint, was ist los? Ich gehe zu ihm, leg meine Hand auf seine Schulter. Flint! Gon! Gon? Gon! Was ist mit Gon? Gon war im Traum mit mir. In Halbschimmer. An dem großen Obelisken. Den kenne ich, ja. Aber ja, es war wie ein Traum, aber es war unglaublich real. Als würden wir wirklich da stehen. Ich wollte dem Ganzen entkommen, aber ich konnte nicht. Egal, wo ich hingegangen bin, es waren immer ständig überall Obelisken. Und er hat versucht, auf mich einzureden und mich zu beruhigen, aber... Irgendwas ist da. Irgendwas ist mit dem Obelisken. Gon wollte dich beruhigen. Gon war mit dir... Gon war in meinem Traum. Er stand direkt neben mir. Naja, wir wissen ja, wo sie wohnen. Wollen wir hochgehen? Ja. Lauf los. Okay. Hinterher, ja. Ihr geht raus und... bewegt euch hoch. Es ist, die Sonne, könnt ihr draußen sehen, hat noch nicht den Horizont erreicht. Es ist ein bisschen helles Morgengrauen zu erkennen. Sonne wird bald aufgehen und ihr begebt euch raus in den Schankraum und die Treppe hoch und rüber an die Tür der beiden. Ja, mach auf! Wer ist da? Flint Lagan! Ich dräng dich vorbei, ich gehe zur Tür und mach die Tür auf. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich dachte... Denkst du, ich kann das kontrollieren? Ich habe manchmal Träume, das passiert. Von Zeit zu Zeit passiert das, aber so real war es noch nie. Du hast das auch gesehen. Wir haben... Natürlich! Das mit den Obelisken, den Blitzen... Alles. Könnt ihr uns mehr verraten, uns einweihen? Was müssen wir tun? Was ist passiert? Was... In Halbschimmer steht ein Obelisk. Ja, ich weiß. Ja, und dieser Obelisk ist mir im Traum erschienen. Neben Gon. Oder er neben mir. Oder wir neben dem Obelisken. Und er hatte diese... Also der Obelisk hatte so... Kristalle an sich. Die da so rauskamen. Und egal, je weiter ich von diesem Obelisken weg wollte, desto mehr kam alles auf mich zu. Und dann war da so eine Stimme und die sagte... Vertrau ihm oder sowas in der Art und... Wem sollst du vertrauen? Gon? Wahrscheinlich! Natürlich sollst du uns vertrauen! Ja, aber... Okay, wie spät ist es denn? Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen. Aber ist gerade dabei. Kurz davor, ja. Ja. Was haltet ihr davon, wenn wir runtergehen, was essen, uns beruhigen und wir sind ja eh auf dem Weg nach Halbschimmer, dann reiten wir los. Ich habe keine Zweifel mehr. Wir ziehen mit euch. Wir müssen nach Halbschimmer. Das wollten wir doch sowieso. Na komm, auf der Stelle. Ich guck kurz zu meinen Weinflaschen, die ich überteuert gekauft habe. Aber Alexander... Wenigstens noch frühstücken? Ich zieh mich um, guck, was die anderen so von sich geben. Scheint dringend zu sein, Perrin. Wir sollten direkt aufbrechen. Okay. Das war ja ohnehin der Plan. Na gut. Dann kaufen wir eben vielleicht noch Proviant und dann können wir los. Ich würde gerne in die Küche und ein paar Sachen aus der Küche einstecken. Kannst du machen. Okay. Robert ist nicht da. Okay.
Dann lege ich ihm aber wenigstens noch eine Goldmünze auf den Tresen. Gut, ihr packt eure Sachen zusammen und verlasst direkt die Taverne. Während wir die Taverne verlassen, gehe ich noch etwas näher an Gon heran. Gon, ich wusste, dass du diese Träume hast, aber das scheint ja sehr intensiv gewesen zu sein. Es war erschreckend, erschreckend real. Ich dachte, du bist ein komischer Kauz und redest nur mit dir selbst und bist nur etwas wirr im Kopf, aber da scheint ja mehr dahinter zu sein. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Ich denke, es steckt noch mehr dahinter. Ich habe dir erzählt, dass ich jemanden verloren habe. Sie war auch in diesem Traum drin. Wir müssen unbedingt diesen Leuten folgen. Ist das diese Person, die du wiedersehen möchtest? Ganz recht. Verstehe. Machen wir uns auf. Nach Halbschimmer. Die anderen kommt dazu. Wollt ihr noch irgendwas besprechen, bevor ihr die Reise antretet? Nein. Okay. Alle zu Fuß unterwegs. Macht eure Rucksäcke klar und Taschen und Waffen, die ihr habt. Und macht euch auf die Reise. Ja. Wir haben Pferde. Ihr habt Pferde? Wir haben Pferde. Die anderen nicht, oder? Ich habe auch ein Pferd. Möchtest du... Noch nicht. Doch. Erstmal warte ich hier, was passiert. Sattelt ihr schon eure Pferde? Das stimmt, ja, ihr seid aus Noras mit den Pferden los. Ja, ich würde mein Pferd... Habt ihr denn kein Pferd? Ich gucke Gon erwartungsvoll an. Diesmal nimmst du aber eine Decke. Ich gehe nochmal in die Taverne und hole eine Decke. Komme also wieder runter mit der Decke. Was passiert denn hier? Ich springe in die Luft, schnipse zweimal und vor deinen Füßen und vor Medraschs Klauen landet ein weißes Pferd mit der ähnlichen Frisur, wie Gon sie hat, nämlich also zur Seite geschalteten weißen Haaren, als Mähne natürlich, und so braunen vereinzelten Flecken darauf. Und guckt aber relativ grimmig so in Medraschs Richtung. Ich nehme die ebenso weiße Bettdecke und stülpe sie über dieses Schimmel. Gon, wie schön du bist. Großartig. Und steige auch geschwind auf. So jemanden wie dich habe ich auch schon mal getroffen. Also selten, aber es ist großartig. Medrasch, tauschen wir? Du kannst auf... Okay. Du verstehst mich aber, oder? Ich wirke den Zauber mit Tieren sprechen. Ja, kannst du. Kannst du machen. Beschreib mal, wie das vonstatten geht. Das weiß ich selbst noch nicht. Warte. Das ist. Warte. Fuck, brauche ich dafür eine Komponente? Und auch wenn wir geweckt wurden, das war trotzdem eine lange Rast, richtig? Ja, ich habe eine lange Rast gemacht. Wieder ein Zauber. Mit Tieren heute. Ja. Ich hab. Ach stimmt, ich dachte gerade, wann hat er denn gezaubert? Aber ich war ja betroffen. V und G. Nur das? Ansonsten möchte er nicht. Ja. Ich fasse mir an den Kopf, so wie ihr ungefähr, und sage, ich höre dich. Und dann sage ich, Gon, ich kann dich jetzt verstehen. Wie geht's dir? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Verarscht. Ich kann dich auch verstehen. Das ist doch großartig. Bist du noch nie einem Druiden begegnet? Doch, aber selten. Und ich finde das super. Solltest mal warten, bis ich dir meinen Pinguin zeige. Was ist ein Pinguin? Ne, ernsthaft, was ist ein Pinguin? Zeige ich dir noch. Ich bin so gespannt, das ist ja super. Darf ich auf dir reiten? Ich scharre mit der Hufe. Dann können wir uns unterhalten währenddessen. Sekunde, du bist klein und leicht. Aber wir können uns ungefähr 10 Minuten unterhalten. Wenn du es schaffst, Medrasch von mir runterzukriegen, gerne. Medrasch, du kriegst meinen Pony. Und ich steig auf. Ich muss dich aber vormachen. Ja, also von selbst werde ich da nicht runtersteigen. Medrasch, erst mal runter. Achso, ist Medrasch schon auf dir drauf? Ja. Achso. Ich muss dich aber vorwarnen, das hält alles nur 2 Stunden und dann landen wir beide auf dem Boden. Ich schwing mich drauf und schwinge auf der anderen Seite. Wenn ich es mir recht überlege, ist mein Pony doch die bessere Wahl. Geht zu meinem Pony hin so, nicht wahr? Du bist die bessere Wahl.
Ja! gib ihm irgendwie so ein kleines Apfelstückchen und oder so. Und Perrin schmiegt sich so an Perrin ran. Haben wir dann alle Reitverhältnisse geklärt? Ja. Medrash, ich glaube, du solltest dich ein bisschen leichter machen, wenn du kannst. Das kann ich nicht. Außerdem hat Gon gesagt, dass du ohne Fisch unter der Decke schlafen sollst. Hast du das wirklich gesagt? Du verstehst ihn nicht. Er hat Nein gesagt. Naja, ich hab's probiert, Gon. Tut mir leid. Danke. Also bitte, dann, jetzt. Ja, los. Ich reite schon vor. Flint, in welcher Geschwindigkeit? Ah. Mittelschnell bis schnell. Okay, also schon gut. Also keine normale, einfache Reisegeschwindigkeit, sondern wirklich mit Stufe 3. Von 3, wenn man noch den Sportmodus rausnimmt. Es gibt tatsächlich 3, ja. Wusste ich! Ja. Nein, ihr könnt euch generell auf Reisen, könnt ihr versuchen, euch heimlich zu bewegen. Ja. Ihr könnt euch versuchen, normal zu bewegen. Und ihr könnt versuchen, einen Gewaltmarsch oder eine schnelle Reise zu machen. Also entscheidest du dich auch wirklich schnell, die Gruppe dann anzuführen. Dann seid ihr auch schneller da. Ja. Okay, ihr reitet los. Es ist keine Tagesreise, die ihr dann braucht. Ihr kommt nach 2,5, 3 Stunden, wo du schon merkst, dass dein Pferd schon angestrengt ist inzwischen. Ihr denkt, dass ihr mal eine Rast machen solltet. Kommt ihr an einem Baumstamm vorbei, an dem auf der rechten Seite ein Weg abgeht. Ihr merkt alle, dass eure Pferde langsamer werden. Du natürlich nach 2 Stunden entscheidest du dich, deine Form dann neu zu starten. Okay, verwandelst dich wieder. Und dann kommt ihr da an. So, die Gruppe in eine Rast führen. Sonst sind die Pferde am Arsch, wenn ihr da hin. Das ist ja nicht meins. Nee, ich sag's euch nur. Also ihr könnt auch weitermachen. Wie sieht es aus? Gon, brauchst du eine Pause? Verstehe ich nicht. Ihr sagt nein, aber ich ich glaube, wir sollten trotzdem eine Rast machen. Gut, dann verweilen wir hier ein bisschen. Ich sink sofort auf den Boden und seufze ganz laut als Pferd. Danke, Gon. Du bist ein wirklich treuer Gefährte. Das geht nicht mit meiner Hand. Flick. Perrin. Ja? Wie weit ist es noch von hier? Nochmal genauso viel, wenn ihr die Geschwindigkeit habt. 2,5, wenn wir jetzt so weiterreiten, dann nochmal einfach. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. In Ordnung. Das heißt, wir schaffen das heute noch. Gon kann nicht mehr. Wir können nicht nochmal so schnell reiten. Und ich weiß auch nicht, wie es unseren Pferden geht. Wie sehen die aus? Auch erschöpft? Oder? Die sind schon erschöpft. Also sie brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was. Also ein bisschen sollten wir auf jeden Fall hier bleiben. Ich weiß auch nicht, wenn Gon irgendwann... Ich glaube, die können sich nicht so lange verwandeln. Und ich weiß auch nicht, wenn er sich zurückverwandelt, wir brauchen schon noch ein bisschen länger dann wahrscheinlich. Also gut. Also 4-5 Stunden wahrscheinlich, würde ich sagen. 5 Stunden? Naja, lass uns eine halbe Stunde vielleicht jetzt mal Pause machen und dann gehen wir mal langsam wieder los. Und vielleicht, naja, wenn wir unsere Pferde nicht ganz so ausreizen, kommen wir auch noch heute an. Aber dann können wir Gon und Medrash vielleicht noch auf euren Pferden verteilen. Auf meinem wird es ein bisschen eng. Hauptsache, ich muss nicht laufen. Perrin, auf ein Wort. Ich gehe mit ihm gut 10, 15 Meter weg. Halt. Eleni? Ja? Kommst du bitte? Ach, auf einmal! Gehen. Soll ich gehen? Doch. Warum eigentlich? Nein, das kannst du auch mitkriegen. Warum werde ich hier eigentlich immer ausgeschlossen? Am Anfang dachte ich, wie süß, er will mich beschützen, aber jetzt glaube ich, ich werde hier ausgeschlossen. Mir vertraut man nicht. Entschuldige, ich bin ein bisschen durch den Wind. Dieser Traum, das war...
Erinnert ihr euch an diese Vision, die ich hatte? Ja. Damals, als wir in der Höhle waren, als wir aus der Höhle rausgekommen sind und ich umgefallen bin. Ja. Bevor diese ganze Sache passiert ist. Das war anders. Das war viel echter noch und nicht so schwammig. Das jetzt meinst du? Ja. Naja, aber damals war dein Kopf ja auch noch nicht ganz. War ja kurz danach. Vielleicht, aber ich glaube, es ist wirklich dringend. Ich weiß, damals habe ich das auch gesagt, aber diesmal fühlt es sich einfach noch viel wirklicher an. Aber wir machen ja schon so schnell wir können. Ich weiß, ich will euch auch nicht hetzen, aber... Vielleicht durch deine Verbindung zu Pelor, die gestärkt wurde durch die Rüstung. Vielleicht ist deswegen alles klarer. Oder es liegt an Gon. Oder es liegt an Gon. Naja. Ich finde, wir sollten die anderen da nicht ausschließen bei solchen Gesprächen. Wir versuchen doch als Gruppe jetzt voranzukommen. Und da hilft uns diese Geheimnistuerei nicht. Ich weiß, du willst nicht immer, dass die Leute was von deiner Vergangenheit wissen, aber wovon du jetzt redest, ist unsere Vergangenheit. Und es ist ja nicht... Wer mehr Gutes damit bewirkt. Der Drachenatem ist voll geschnallt. Oder ich speie was auf euch. Außerdem war Gon doch auch im Traum. Das heißt, wieso hast du uns zur Seite genommen? Der kann das doch alles hören. Also es ist doch kein, es gibt keinen Grund, ein Geheimnis daraus zu machen. Wir sollten unsere Gruppe stärken, damit wir darauf vertrauen können, dass sie uns den Rücken frei halten. Ich weiß. Aber versteht das doch, ihr wart für mich die Ersten, denen ich wirklich wieder vertrauen konnte. Unabhängig jetzt von denen, die mich gerettet haben damals, aber... Jedenfalls, ihr seid die, denen ich mich öffnen konnte. Und jetzt gleich wieder jemanden in mein Leben zu lassen, das ist... Flint, du solltest uns sowieso mal ein bisschen mehr erzählen, weil du sagst, du vertraust uns, aber du sagst uns noch nicht mal, wo du herkommst. Nicht von hier. Ja, ich komme auch nicht von hier. Aber du weißt, wo ich herkomme, du weißt, wo ich wohne. Ja, aber spielt das denn eine große Rolle? Naja, wenn du den anderen nicht vertraust, wie sollen sie dir vertrauen, wenn du ihnen auch nicht was sagst? Und wenn du dich uns nicht irgendwann öffnest, dann wissen wir ja auch irgendwann nicht, wer du bist. Gib mir Zeit, okay? Klar. Dann gib auch den anderen Zeit. Ihr seht im Hintergrund, wie ich mich zurückverwandle in Gon. Weil ich einfach nach der Nacht und dem Traum und dem Ritt fertig bin. Und erstmal. Fertig. Fertig, ja. Was ihr auch, oder Flint, du nochmal siehst, als du zu den beiden rüberguckst und ja, nachdenkst, ob du denen vertrauen kannst, dass der Stab von Medrash vorne Kristalle aufweist, die denen aus deinem Traum ähneln. Eine Sache habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Jetzt bin ich aber gespannt. Was könnte es sein? In diesem Traum waren lauter blaue... kugelartige Blitze, die aufgetaucht sind. Und sie wurden immer schneller und immer häufiger und immer mehr. Und ein bisschen ähneln sie vielleicht, wenn man es so sieht, dem Stab von Medrash. Die Blitze? Ist der Stab nicht braun? Der Stab ist braun und am Ende sind bläuliche Kristalle. Dem Ende des Stabes von Medrash, aka Kristalle. Also die Blitze sahen aus wie... Nein, aber die Farbe und die... Es ist schwer zu beschreiben, aber eine gewisse Ähnlichkeit war da, beziehungsweise vielleicht steht es in Verbindung. Dann fragen wir noch einfach. Ja. Ich gehe hin.
Medrash? Ja. Der Kristall da vorne an deinem Stab, wo ist denn der her? Der ist aus der Magierakademie, die ich besucht habe. Mhm. Wir checken, ob er lügt. Okay, ich lasse euch nicht würfeln da drauf, ihr müsst es selber. Also untereinander lasse ich euch nicht auf Motiv erkennen würfeln. Gut, ich will trotzdem checken, ob er lügt. Ja, dann hören wir dazu. Alter. Ja, den habe ich aus der Magierakademie. Wir haben dort alle gute Stäbe ausgehändigt bekommen. Besonders, weil ich aus einer besonders mächtigen Magierfamilie, einem Magier-Clan stamme. Außerdem bin ich, wie du vielleicht sehen kannst, ein saphirener Drachenblütiger. Diese Kristalle verkörpern quasi mein Äußeres, mein Blut. Ich habe noch nie einen Magier mit einem Kristall gesehen, aber ich habe auch noch nicht so viele Magier gesehen. Du hast ja noch nicht mal viele Droiden gesehen. Wie viele Droiden hast du denn gesehen? Das ist eine schwierige Frage für einen Droiden, aber eine doofe Frage vielleicht sogar. Mindestens eins. Punkt. Ja, nein. Es ist nur interessant, weil Flint meinte eben, dass der Kristall ähnlich ausschaut wie ein Blitz aus seinem Traum. Höchst interessant. Was hast du denn noch so gesehen? Na, den Obelisken in Halbschimme. Ja, den davon habt ihr berichtet. Genau. Das sagt mir nichts. Medrash, er hat recht. Richte mich ein bisschen mehr auf wieder. Ich hab's auch in dem Traum gesehen. Wo hast du den Kristall her? Habe ich doch gesagt, der Kristall wurde mir ausgehändigt in der Magierakademie. Wo ist denn diese Magierakademie? Weil vielleicht hat die damit was zu tun. Ja. Wie ist in deiner Heimatstadt? Ja, in... Habe ich mir leider nicht notiert. Oh. Du sagst es mir nochmal. Deine Heimatstadt ist Darakon. Darakon war es, ne? Genau. In Darakon. In Darakon. Das liegt übrigens... Das weißt du aber. Ja, das weiß ich. In den Schlangenbergen. In den Schlangenbergen. Wo sind denn die Schlangenberge? Nokovia-Gebirge. Ja, die kenne ich doch, die Schlangenberge. Na, dann sollte dir Darakon ja ein Begriff sein. Sollte es, ja, definitiv. Mhm. Medrash, das ist jetzt keine Zeit, um Lügen zu erzählen. Stimmt es wirklich, was du sagst? Ja, es stimmt wirklich. Aber was haben blaue Kristalle aus Darakon mit euren Träumen zu tun? Tja, unsere Wege haben sich schon mal auf die seltsamste Weise überkreuzt. Gibt es irgendwas Besonderes, das du über diesen Kristall weißt, oder ist das einfach nur... von deiner Familie über die Magier... Wie war das noch? Er ist ein Magieverstärker, wenn du so willst. Okay. Das heißt, er verstärkt einfach nur deine Energie. Das ist richtig. Er ist dafür da, die Magie zu bündeln und dadurch stärker zu machen. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das mit eurem Traum zu tun hat, aber... Aber... Da wir uns so beeilen, jetzt fällt es mir gerade auf, war das denn gefährlich, was ihr da, oder warum beeilen wir uns denn so sehr? Wenn da einfach nur ein Kristall war, den ihr gesehen habt, dann können den doch die Juweliere da verkaufen, oder ich... Es waren mehr als nur die Kristalle. Es ist alles zusammengebrochen. Es war, als würden die Kristalle und die Obelisken ein Gewitter aufziehen lassen, das die Obelisken zerstört. Und am Ende... Stand nur noch ein Obelisk und der war durchsetzt mit Rissen oder Narben oder etwas Ähnlichem. Und drumherum waren diese Kristalle. Könnt ihr nicht einmal von was Schönem träumen? Zuerst träumst du davon, dass die eine Stadt untergeht. Jetzt träumst du davon, dass die nächste Stadt untergeht. Kannst du nicht mal irgendwie davon träumen, dass wir irgendwie von Gold überschüttet werden? Perrin, entschuldige bitte, ich kann mir meine Träume nicht aussuchen. Na, aber du ruf doch Pelor an und sag, Mensch, Pelor, altes Haus, wie wär's denn einfach mal schön
Ich habe so viel gelitten. Ich schüttel den Kopf und das sollte dir zu denken geben. Was sollte mir zu denken geben? Das habe ich. Das war mir. So. Ich dachte, das hast du gesagt. Ich schüttelte den Kopf und das sollte dir zu denken geben. Das war nicht gesprochen. Ich sag doch nur einmal was Schönes träumen. Ich habe was Schönes geträumt. Was hast du denn geträumt? Fast. Ich habe Gons Stab geklaut und ganz teuer verkauft. Das war ein schöner Traum. Ich klammere den Stab so eng an mich. Und nebenbei habe ich erst einen Kuchen gegessen und dann eine Banane. Das ist wirklich ein netter Traum. Können wir nicht deinen Träumen nachjagen? Entschuldigung, was ist eine Banane? Das ist so ein Pilz? Nein, das ist so eine Frucht. Die ist geformt wie Taya. Ich dachte immer, Taya wäre nach einem Gebäck aus Baravel geformt, aber... Aber Bananen wachsen auch im südlichen Baravel, weißt du. Das, ja, Taya aber... Taya ist ein Hufeisenschluss auf Ende. Ich war noch nie in Baravel. Wie dem auch sei. Wir sollten schnell weiter. Die Antworten finden wir nur da. Wir können jetzt ewig hier philosophieren, aber das bringt nichts. Genau. Ich lese euch vielleicht, bevor ihr schlafen geht, einfach nette Geschichten vor. Es reicht. Oder erzähle euch nette Geschichten. Ist in Ordnung. Geschichten, damit ihr sind einfach alle mal wieder von, so weit fit, von wir schönen Sachen träumt. Wie Kuchen backen zum Beispiel. Das nächste Mal träumst du vielleicht von einem riesigen Kuchen. Entschuldigung, bin ich der Einzige, der hier versucht, einigermaßen noch voranzukommen? Nein, ich versuch's auch. Nur ich war nie die Planerin. Ich mach lieber. Die Pferde versuchen voranzukommen, aber wenn du nicht willst, dass sie dir unter den Füßen zusammenbrechen, dann solltest du vielleicht darauf vertrauen, dass sie kurz Rast brauchen. Gut, dann werde ich jetzt wenigstens was Nützliches machen und nehme mein Gebetsbuch und setze mich auf den Boden. Perrin? Ja? Darf ich einmal an deinem Wein nippen? Der war doch so teuer. Ich bin so neugierig. Nur ein Stückchen. Ja, ja, natürlich. Warte. Mach ihn wieder auf. Reichst du mir die ganze Flasche? Nein. Ich schenke dir was ein, irgendwas, das ich sicherlich dabei habe. Mach mal die Hand. Haben wir was dabei? Irgendein Trinkgefäß. Ja, ich schenke dir was haben. In Trinkgefäß ein, aber... Ein Tropfen? Nein, nein, dezent. Und noch jemand? Nein. Ich weiß, du magst eigentlich keinen Wein, aber vertrau mir, der ist es wert. Nein. Setze mich an den Wegesrand und hole meine Fleischkeule raus, die ich mir in Kaminotstadt gekauft habe. Ja. Ist nicht mehr so viel von über. Ganz schön die letzte Reste, aber ja. Dann schenke ich dir ein kleines Schlückchen ein. So 50 Milliliter oder so. Mir genauso. Genieß es, er ist es wert. Danke, und ich gebe ihn runter. Ich auch. Ja, wirklich gut. Ja. Danke fürs Teilen. Sehr großzügig auch, ja. Du kriegst jederzeit wieder was. Aber der war so teuer. Ja, du kriegst noch mal was. Ah, dankeschön. Jederzeit ist auch jetzt, oder? Ja. Ja, diesmal ächze ich es nicht, sondern sitze da und nehme mir mehr Zeit. Gib ungefähr eine halbe Flasche aus. Alles klar. Okay, noch irgendwas weiteres, was ihr in der kurzen Rast machen wollt? Ich gehe zu Medrasch rüber und langsam, sodass du es sehen kannst, gehe ich mit dem Finger auf den Kristall in deinem Stab zu und will ihn berühren. Was wird das? Mal, ich wollte sehen, ob was passiert, wenn ich ihn berühre. Was soll da passieren? Ich weiß auch nicht, wie ich gestern Nacht zu diesem Traum gekommen bin. Vielleicht entsteht hier eine Verbindung. Bitte. Du musst den Finger näher ran an diesen Kristall und kurz bevor du ihn berührst, springt so ein kleiner blauer Funke rüber und kriegst einen kleinen elektrischen Schlag. Fandst du lustig? Das ist mein bester Scherz, den ich auf Lager habe. Deine Witze waren noch nie gut. Ich gehe zum Pony von Perrin rüber und streichle so drüber, sag ich, versteh dich. Das ist alles, was ich mache. Gut. Ja, nachdem ihr ungefähr eine halbe Stunde gerastet habt und die Pferde wieder zu Kräftinnen gekommen sind,
Macht euch wieder bereit. Ihr habt jetzt nur leider ein oder zwei Pferde zu wenig. Gon, willst du bei mir mitreiten? Wenn dich das nicht stört, ja. Nein, halt dich gut fest. Steige auf. Ja, ich weiß, dass mich eh keiner mitreiten lassen würde, also laufe ich einfach. Ach. Nehme meinen Stab und nutze ihn als Wanderstock. Ihr seid definitiv jetzt langsamer, also in normaler Geschwindigkeit. Ja, du hast ihn nicht auf dein Pferd gelassen. Außer ihr entscheidet euch loszureiten und lasst ihn einfach schneller laufen. Nee, das wär's okay, wenn ich ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Schwupps, drauf. Ach, du springst dann doch hinterher. Okay, das Pferd von dir, Flint. Krächzt ein wenig, guckt so ein bisschen fragend hoch zu dir. Dankeschön, Flint. Dann haust du die Füße zusammen und dein Pferd galoppiert los. Und ihr reist weiter Richtung Nordwesten, in Richtung der Paladinburg Halbschimmer. Es vergehen weitere 2-3 Stunden. Ihr könnt die Erschöpfung der Pferde schon spüren. Und kommt dann über einen Hang, vor dem sich euch eine weite Ebene öffnet. Ihr habt immer mal wieder die Ausläufer des Kronengebirges gesehen, auf der rechten Seite, die kleiner werden, und auf der anderen Seite das Gebirge, was wieder hochgeht. Und ihr kommt auf eine Bergenge zu, in der sich mittendrin eine prunkvolle, fast gigantische Burganlage befindet. Groß wie eine kleine Stadt. Links und rechts davon befinden sich Mauern, die in die Gebirge hineinragen, weiß verputzt und oben mit einem goldenen Rand versehen, der jetzt, wo ihr über diesen Hügel kommt und die dunkel goldene Sonne im Rücken habt, euch leuchtend entgegenstrahlt. Gerade du fühlst dich diesem Anblick, Pelor, recht nahe. Ihr könnt in diese Burganlage hineinschauen und seht, dass die Mauer einmal mitten durchgeht und der Weg diese Mauer quasi in 90-Grad-Winkel schneidet. Es gibt also einen Weg, der auf die andere Seite dieser Burg hindurchführt. Auf der linken Seite, in die Mauer integriert, in der Anlage ist ein mächtiger Bergfried, der am größten heraus ragt. Und auf der rechten Seite noch einige weitere einzelne Gebäude, auch die Dächer, die ihr sehen könnt. Alles ist, alle Dächer leuchten golden euch an. Und auf diesseitig innerhalb der Burganlage ist ein großer schwarzer Obelisk, der dort quasi mitten im Weg steht, wenn man in die Burg hereinkommt. Und so hoch wie die Bergfriedanlage auch hochragt. Schwarz, glatt und dunkel schimmert und sich kontrastierend gibt zu dieser gesamten Anlage, die da vor euch liegt. War das der Obelisk, den ihr im Traum gesehen habt? Das ist der Obelisk von Halbschimmer. Das ist richtig, aber was sah der auch so aus? Das ist der Obelisk von Halbschimmer, den wir in unseren Träumen gesehen haben. Oh, sind wir also endlich da? Ja, das ist Halbschimmer. Aber das ist doch gut, Flint und Gon. Wir sind rechtzeitig gekommen. Noch ist nichts passiert. Es ist alles in Ordnung. So scheint es. Ach, die haben einfach nur schlecht geträumt. Flint hat schon mal so einen Traum gehabt. Man sollte Träume niemals unterschätzen. Der Traum hat uns letzten Endes zu Rittern gemacht, muss man auch sagen. Und wir konnten viele Leute retten. Auch das. auch das. Ich wollte nur sagen, es hat Gutes und Gutes gebracht. Also bisher sieht mir hier alles sehr friedlich aus. Ich kann euch gern ein bisschen rumführen durch die Stadt.
Was gibt es denn Tolles zu sehen? Wir sollten direkt zum Obelisken gehen. Ja, ich denke auch. Ach, Jemine. Das können wir machen, wenn wir den Traum abgehandelt haben. Okay, zeige ich dir ein bisschen, richtig gut. Zeige ich dir, wo es richtig gutes Bier gibt. Aber auch guten Wein. Hartinger Bier. Auch gretornisches Bier, die haben hier alles. Zweimal die Woche, Medrasch. Die Paladine hier lassen sich nicht lumpen, das sage ich dir. Okay, kommt ihr jetzt? Ja. Ihr reitet den anderen hinterher und runter ebenerdig zur Burganlage. Und von hier sieht es so aus, als würden die Mauern links und rechts bis zum Horizont reichen, bis zu den Bergen, die hinten hochragen. Vor der Burg sind ja mehrere Gestalten unterwegs. Manche, die gerade hineingehen wollen, manche, die herauskommen, euch entgegenkommen. Händler und Reisende. Und ihr reiht euch erst einmal ein in diese Gruppe, die gerade versucht, in die Burg hineinzukommen. Vorne sind Wachen, die erstmal jeden überprüfen, mit jedem reden, der da reingehen will. Und ihr stellt euch da erstmal in die Schlange rein. Ich habe keinen Special-Weg, um da reinzukommen, irgendwie. Es gibt ein Tor, von dem du weißt. Wartet mal kurz auf mich. Ich gehe nach vorne zu den Wachen. Okay, du gehst nach vorne zu den Wachen, die dich sofort begrüßen. Hey, Perrin ist wieder da. Perrin, hey! Hey. Das sind die Wachen Torbas und Lichtbert. Torbas und Lichtbert, meine guten Freunde. Torbas, Lichtbert, hey! Na, hast du wieder mal so eine Touristengruppe dabei, ja? Nein, tatsächlich diesmal ganz besondere Leute. Also, die sagen, die müssen die Stadt retten. Und dafür bin ich da. Ich zeige ihnen ein bisschen was rum. Und ja, ich dachte, wir können das ein bisschen beschleunigen. Können wir ein bisschen an der Schlange vorbei? Was ist denn das hier? Ich möchte meine Äpfel anpreisen. Lassen Sie mich doch jetzt... Ja, ist ja gut. Das ist Perrin. Also, können wir schnell... Also, ich bürge für die. Der eine ist sogar ein Kleriker von Pelor. Also, der bürgt für alle anderen. Ihr habt einen Peloristen dabei? Ja. Na gut. Dann kommt schnell rum und er winkt euch ran. Kommt, na los. Ja, meine Äpfel, was soll denn da? Ja, ganz ruhig. Kommt durch. Der lässt euch durch und nickt nach hinten, dass ihr durchgelassen werden sollt. Das sind übrigens Torbas und Lichtbert. Seid nett zu denen, die wissen, wie es hier läuft. Und ich lasse jedem noch irgendwie eine Silbermünze da. Die Frau mit den Äpfeln meckert noch ein bisschen, während ihr vorbeigeht. Aber ihr betretet den Innenhof der Burganlage. Vor euch direkt der schwarze Obelisk, der hochragt. Einige Leute, die in einem Mosaik gepflasterten Platz drumherum auf den Knien sind und in Kontemplation sitzen, die Augen zu haben, möchte man nach oben gucken, aber stumm diesen Obelisken anbeten. Auf der rechten Seite ein etwas älteres Gebäude, das sich von den anderen dadurch unterscheidet, dass es einfach aus einem anderen Gestein gemacht wurde. Es sieht alles ein bisschen rustikaler aus. Es ist nicht so weiß verputzt. Die Wände sehen eher aus wie glatter Stein, behauener Stein. Und auf der linken Seite eben dieser große Bergfried mit zwei großen offenen Toren und wo ihr es von hier auch sehen könnt, mehreren bunten Mosaikfenstern an den Seiten, so auf der unteren Ebene, würde ich denken. Dieser mehrstöckigen Festungsanlage. So, dann zeigt mal, wo ihr was in eurem Traum gesehen habt. Dann können wir das ja angucken. Ich würde Gon angucken. Du guckst Gon an. Ich gucke Gon an, Entschuldige, ich gucke dich sowas voran. Und dann gehe ich mit dir vor zum Obelisken direkt vorne ran, so nah wir können. Und ihr könnt direkt ran, ihr könnt ihn sogar berühren, wenn ihr wollt. Also es hindert euch keiner da dran. Und berühre den. Na, bist du sicher? Kann auch die andere Hand festhalten. Überleg es dir.
ich nehme die Hand wieder zurück. Und jetzt? Weiß nicht. Ich habe Angst, dass was Schlimmes passiert. Die Möglichkeit besteht, aber ich sehe mich mal um, ob ich einen Kleriker, einen Paladin oder irgendetwas ähnliches... Selbstverständlich. Leute, die da beten, sind den beiden Orden hier anhängig, die es in Halbschimmer gibt. Aber es sind auch Leute unterwegs, die mal vorne durch das Portal Richtung Jenseits gehen oder aus der Pedokirche rauskommen. Aber ist dort jemand, der ein bisschen dafür zuständig zu sein scheint, der also so ein Wächter ist oder sowas? Nee. Da wacht keiner drüber. Sieht hier nicht ungewöhnlich aus. Hier ist nichts auffällig. Wo kommt dieser Obelisk eigentlich her? Einwurf auf Religion. Boah. Oder Geschichte. Eine Elf? Eine Elf. Du weißt, dass die Paladine, die schon anbeten, seit es hier den Orden gibt, den Lichtorden. Mhm. Aber über die Ursprünge weißt du selbst nichts. Die Paladine haben diesen Obelisken schon ewig und bewachen ihn, aber mehr ist mir selbst nicht bekannt. Vielleicht müssen wir einen Historiker suchen oder einen anderen Paladin und ihn etwas fragen. Ich traue der ganzen Sache noch nicht. Ich trete zwischenzeitlich näher an den Obelisken ran und denke etwas nach. Irgendwo habe ich den doch schon mal gesehen. Und denke ganz, ganz fest in meinem Oberstübchen nach. Du willst es auch überlegen. Ja. Okay. Über Geschichte. Ja, tu's. Und ich habe eine wundervolle 10. Das wird auch nicht mehr reichen. Nein, ich habe mich geirrt. Ich kenne ihn doch nicht. Gut, traut euch nicht, den anzufassen? Ich nehme mal meinen Stab raus und... Soll ich mal... Nein. Also bei allem, was im Traum passiert ist, solltest du vielleicht nicht. Naja, ich will ihn ja nicht mit meinen Händen anfassen. Ich bin ja nicht Flint, aber ich meine, mit dem Stab mal... Es ist hier noch nie was passiert damit. Wie gern habt ihr euren Freund? Da fragst du vielleicht den Falschen, aber... Der hat eine halbe Flasche Wein mit mir geteilt. Ich hab ihn sehr gern. Ich kann nicht ohne ihn. Probieren wir doch erstmal meinen Stab aus. Oh Gott. Und schreite gleich mit meinem kristallenen Stab an den Obelisken und halt ihn einfach mal dran. Okay, du kriegst deinen Stab nach vorne und berührst mit dem Kristall den Obelisken und kriegst ihn nicht mehr weg. Was ist denn jetzt los? Mach mal einen Geschicklichkeitsrettungswurf, bitte. Oh, damn. Das war's mit deiner Waffe. Oh. Vielen Dank. Voll nett von dir. 14. Plus, auf den Rettungswurf, ja. Plus Geschicklichkeit. Plus Rettungswurf. Ach, da oben, ne? Ja, genau. Also 16. Ah, sehr gut. Du ziehst an diesem Stab, wo der Kristall vorne dran ist und spürst ein Vibrieren, was aus dem Kristall und dem Obelisken zu kommen scheint. Und kannst geistesgegenwärtig diesen Stab loslassen und nach hinten springen, als blaue Kristalle aus dem Obelisken herausstoßen. Sich in einen 1 Meter großen Fächer in deine Richtung herausstoßen quasi. Und dein Stab hängt da jetzt drin in einem größeren Fächer blauer Kristalle. Die Leute drumherum, die schrecken auf. Was machen die da vorne? Was passiert hier? Ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was hast du denn gemacht? Ich habe meinen Stab nur dran gehalten. Ja,
Das kommt davon, weil ihr so einen Schwachsinn träumt. Gut gemacht, Gon. Und uns trifft typ, ja wohl überhaupt den Namen vergesse. Flint. Uns trifft ja wohl überhaupt keine Schuld. Kommen vier bewaffnete Leute, kommen von dem Hauptportal angelaufen. Ja. Seid mit Pelor. Pelor mit euch. Was ist hier geschehen? Das ist sein Stab. Verzeiht, wir, es ist, seht selbst, dieser Kristall in dem Stab ist verbunden mit diesem Obelisken. Also mit dem Obelisken. Was für eine Teufelei habt ihr hierher gebracht? Ich nehme meine Kutte. Los, haltet ihn! Die zwei gehen nach vorne und packen dich links und rechts. Ich bürge für meinen Mitreisenden, dass er auf keinen Fall böse Absichten hatte. Ja, es war doch mein Stab. Danke. Die beiden, die noch über sind, gucken sich ein bisschen verheißungsvolle Blicke an. Ich glaube, es wäre das Richtige, wenn wir euch zum Abt bringen. Könnt ihr mich vorher loslassen? Guck dich kurz an, schüttel dann zu den anderen den Kopf, packen dich weiter. Und er weist in Richtung des Bergfrieds mit den Mosaikfenstern. Kenn ich den Abt? Du weißt, wer das ist. Das ist der illuminierte Eternus der Dritte. Und ist der Oberste des Ordens des Lichts. Illuminierte Eternus der Dritte. Eternus. Und was war mit Licht? Ist der Oberste, der Ordensobere des Lichtordens, dem Flint anhängt. Das bin ich. das bin ich. Ja, du wirst abgeführt Richtung des großen Gebäudes. Und ich bleibe relativ dicht dran. Ja, der Oberste, der die ganze Zeit mit euch gesprochen hat, wendet sich an dich. Der andere hält euch so ein bisschen in Schach und weist euch auch an, da hinterher zu gehen. Wo habt ihr den denn aufgegabelt? Wir kennen uns noch nicht besonders lange, aber wir sind uns begegnet und wir wir er möchte sagen, dass wir gemeinsam auf einer Reise für das Gute sind. War eine Schnapsidee gestern vom Saufen. Nun gut, ihr werdet das dem Illuminierten sicherlich erklären können. Seid euch versichert, dass wir wirklich keine bösen Absichten hegen. Flint! Auf ein Wort. Und zeigt so auf die Situation. Auf ein Wort. Er weist den vierten an, den Obelisk weiter zu bewachen, dass das da niemand anfasst und bleibt bei dir. Ich spreche Flint auf Zwergisch an. Zwergisch. Und sage, verstehst du mich? Ja, blöd. Ich spreche Flint auf Elfisch an und frage, verstehst du mich jetzt? Aber ich sag, ich verstehe dich auf Elfisch. Was kann der Mann eigentlich? Wenn ihr euch in dieser heiligen Stätte heimlich verhalten wollt, dann ist es eure Sache. Aber erwartet nicht, dass der Illuminierte oder ich euch dann noch Vertrauen entgegenbringe. Es geht nicht um Geheimniskrämerei, genau das meine ich ja. Offensichtlich geht es darum. Ich will ihm nur sagen, dass er doch, wenn er nichts sagt, doch einfach mal was sagen soll. Mehr das sagen. Das wäre von Vorteil, ja. Er ist doch auch vom Orden des Lichts. Ich kann euch doch vertrauen, dachte ich. Ich hatte vergangene Nacht einen Traum. Und in diesem Traum habe ich den Obelisken gesehen. Und wie gesagt,
erzählt es dem Illuminierten. Und ihr werdet vorgebracht zum erstmal in die Vorhalle. Und ihr könnt erkennen, dass es keine Festungsanlage ist, zumindest nicht im unteren Bereich, sondern dass sich vor euch eine große Kathedrale öffnet, in der sich das Licht von außen, gerade die Abendsonne, in diesem Mosaik spiegelt und das Ganze in goldenes Licht hüllt. Ihr werdet aber auf die linke Seite weitergeführt und du wirst weitergeführt. Die Treppen hinauf, an Wachen vorbei, wo ihr durchgewunken werdet. Und einen langen Gang entlang im oberen Stockwerk mit einem roten Teppich mit goldenen Intarsien bis zu einer schweren Tür am Ende, wo auch zwei Wachen vorstehen. Und auch da werdet ihr eingelassen. Wir müssen den Illuminierten sehen. Schnell. Dann. Die Tür wird geöffnet. Die kommt in einen größeren Raum mit einem schweren Schreibtisch vorne. Und dann hinter dem Schreibtisch ein großes Fenster, was in das Jenseits heraus zeigt. Von dem goldenes Licht hereinscheint. Und es ist ein bisschen seltsam, weil ihr wisst und es auch unten gesehen habt, dass die Sonne eigentlich hinter euch sein müsste. Aber das Licht durch dieses Fenster direkt auf den Schreibtisch herunterscheint. Und dort steht der illuminierte Eternus der Dritte mit dem Rücken zu euch. Ein älterer, elfischer Mann mit einer weißen Robe, die goldene Verzierung aufweist. Und ihr werdet nach vorne gebracht. Medrasch mittig, Flint dann dementsprechend daneben gestellt. Ihr drei bleibt erstmal in der hinteren Reihe. Und der Mann, der euch hereingebracht hat, richtet das Wort an Eternus den Dritten. Illuminierter, wir haben hier einen seltsamen Vorfall, der... Er hebt die Hand. Ja, ich habe es gesehen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Er dreht sich um und sieht eine recht blasse Gestalt mit weißen Haaren, tatsächlich ein Elf mit Vollbart, der runtergeht bis zu seiner Brust. Schlanke Gestalt, bewegt sich sehr grazil, näher in eure Richtung, geht an diesem Schreibtisch vorbei und stellt sich ein paar Meter vor euch auf. Ich gehe auf die Knie. Gucke mal, ob jemand vielleicht reagiert. Die Wachen schieben Medrasch auf die Knie. Ich wäre auch von selbst auf die Knie gegangen. Wenn du unten bist, lassen sie dich los und stellen sich, flankieren euch dann links, rechts. Ihr drei? Ich gehe auch auf die Knie. Ich bleib stehen. Ich guck mich verwirrt um. Hast du was verloren? Ich muss auch runter. Ich gehe auch auf die Knie. Okay. Dann sprecht. Eure Illuminiertheit erlaubt mir, für meine Gruppe zu sprechen. Mein Name ist Flint Lagan. Ich bin Kleriker aus dem Kloster Kronrast. Und in der vergangenen Nacht hatte ich einen Traum. Ein Traum des Unheils, in dem es um den Obelisken ging und seine Unversehrtheit, die auf dem Spiel steht. Und welche Bedrohung habt ihr wahrgenommen? Einige sich durch die Substanz ziehende Risse. Blaue Lichtfunken. Blitze. Die Wache, die euch hochgebracht hat, tauscht noch ein paar Blicke aus mit Eternus. Und er wendet sich wieder an euch. Blaue Lichtblitze und Kristalle. Ich
mit euch hat Pelor uns ein Zeichen gesendet, mein Sohn. Der Orden der Heiligen Wacht zum Obelisk von Halbschimmer ist groß dezimiert worden. Es gibt nur noch eine Handvoll seiner Wächter. Heute Nacht breitete sich eine Plage aus in den Katakomben des Ordens. Nur wenige wissen davon. Das Ordenshaus ist abgesperrt. Und ich muss gestehen, wir wussten bis eben nicht weiter. Der Einzige, der genug Wissen hätte, wäre der Erzmagier Nogovius der IX. Doch können wir ihn nicht auffinden. Ihr seid das Erste, Unerwartete, was gekommen ist und davon weiß. Pelor hat euch hergeschickt, um etwas zu unternehmen. Ist euch dies bewusst? Jetzt ja. Der nähert sich dir und legt eine Hand runter auf deine Schulter und fährt sie langsam an deiner Rüstung entlang, geht selber ein bisschen auf die Knie dabei. Er hat euch schon öfter berührt, nicht wahr? Ja. Ich habe auch mit ihm gesprochen. Er dreht sich um und seine Robe schwenkt dabei weit um sich und macht eine Geste, dass ihr aufstehen sollt. Nun, Adelmund hier wird mit euch gehen. Ich weiß nicht, warum ihr mit diesen Gestalten unterwegs seid. Aber das ist eure Sache. Ihr seid offensichtlich auserwählt für diese Aufgabe. Geht herunter in die Katakomben, findet raus, was dort los ist und sei Pelor mit uns, dass ihr eine Lösung für dieses Problem habt. Ich spring auf. Ich hatte denselben Traum wie er. Er lächelt tatsächlich. Das wage ich nicht zu bezweifeln, Gonvensis. Oha. wie heiße ich? Ich mache eine Geste, die bedeutet, dass man irgendwann einen Punkt erreicht, an dem man sich einem Illuminierten... Gehst du darauf ein? Das ist die Frage. Auf die Geste. Verzeiht. Er stellt sich wieder an das Fenster und blickt heraus. Ein bisschen nach oben schauend. Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Ihr solltet vielleicht Informationen aus Darakon beziehen. Entschuldigung, Darakon. Darakon beziehen. Beides falsch. Darakon war richtig. Ja. Ich hab doch seine Verbesserung vorhin gehört. Du hast doch gesagt, das zweite Silbe. Ja, Darakon. Nee, Darakon. Darakon. Auf der zweiten Silbe. Ich weiß, woher du kommst, keine Sorge. Ihr solltet vielleicht jemanden nach Darakon entsenden. Der blaue Kristall, der da auch rauskam und der auch auf dem Stab von Medrash hier ist, das übrigens sein Name ist, auch wenn ihr es vielleicht schon wusstet. Er sagt, dass er ihn von der Magiergilde dort bekommen hat. Vielleicht wissen die ja was darüber. Puh. Guckt noch einmal über seine Schulter zu einer der Wachen, die drüben steht, und nickt ihn zu. Dreht sich dann wieder um. Okay, danke. Ihr werdet herausgewunken wieder aus dem Raum und steht jetzt in diesem
Gang vor dem Büro des Abts. Wie kommen wir denn jetzt da in die Katakomben? Ich werde euch führen. Oh. Ich bin übrigens Adelmund. Der erleuchtete Adelmund. Mund oder Mund? Wie wird man denn zum Erleuchteten? Kontemplation, Askese und... Und noch andere Wörter, die ich nicht verstehe. Kein Problem. Ihr müsst es mir nicht sagen. Ich habe mich Pelor hingegeben, genauso wie es euer Freund offensichtlich tut. Ich will nur noch mal sichern, Pelor ist ein Gott, ja? Nicht kein echtes Lebewesen. Also. Beide seufzen schwer. Ich frage ja nur, aber manchmal, wie ihr über den sprecht, es ist... Wie ihr noch nicht in Rauch aufgegangen seid in diesen heiligen Hallen, ist mir ein Wunder. Nun, lasst uns gehen. Es tut mir schrecklich leid. Ich verstehe schon. Was habe ich denn Falsches gesagt? Ich trete an Perrin heran. Perrin, es gibt einen Zeitpunkt, an dem man wissen muss, wann man aufhört. Und gehe dann den anderen hinterher. Ich laufe hinterher. Was habe ich denn Falsches gesagt? Okay, geht. Gemeinsam wieder herunter. Und raus auf diesen Platz, an dem ja, sich jetzt schon ein paar mehr Leute versammelt haben, die sich jetzt wundern, was denn da an diesem Obelisk los ist. Da hängt so ein Stab raus und Kristalle hängen da raus. Du hast in diesem Moment leider keinen Zauberfokus mehr. Das heißt, Zauber, die eine Materialkomponente benötigen, kannst du nicht wirken. Musst du mal nachgucken, ob du welche hast. Kann Tim ein bisschen gucken mit dir. Wolltest du was sagen? Nee. Okay. Und ja, ihr geht ein bisschen an dieser Traube vorbei und werdet an dieses ältere Gebäude gebracht. Das ist das Hauptquartier des Obeliskordens, der Tempel ist dort drin, die Katakomben. Das erste Gebäude, was hier in Halbschimmer errichtet worden ist. Momentan ist es abgesperrt, nur die Bibliothek ist zugänglich. Als wir heute Morgen erlebt haben, dass die Wachposten nicht besetzt wurden und wir kein Lebenszeichen gehört haben, haben wir versucht, es so gut es geht zu besetzen und die Eingänge zu stoppen, herauszufinden, was dort passiert ist. Aber ihr werdet es selbst sehen. Es ist kein schöner Anblick. Danke. Ihr folgt weiter? Ja. Gut. Dann werdet ihr in die Bibliothek gebracht und Adelmund öffnet alle Türen und dann hinein in den inneren Tempelbereich oder Klosterbereich und schreitet weiter, bis ihr an eine große Treppe kommt, die sich herunterwindet, die offensichtlich in die Katakomben führt. Ihr könnt hier schon erkennen, dass sich auf den Stufen ein bläuliches Pulver abgesetzt hat. Davor stehen drei Wachen des Lichtordens, die dort schauen, dass dort niemand runtergeht. Und Adelmund wendet sich an die. Der Illuminierte hat beauftragt, dass wir gemeinsam dorthin untergehen. Die Wachen gehen zur Seite. Ey, tut ja keinen Zwang an. Also, wenn ihr das wirklich möchtet, ich würde es nicht tun. Was ist denn da unten? Tod und Verderben. Tod und Verderben. Ihr müsst das nicht machen. Adelmund, könnt ihr uns irgendwas an Ausrüstung mitgeben? Wonach verlangt es euch? Heiltränke, ich weiß nicht, irgendwas, was uns hilft, sollten wir da in Gefahr geraten. Ihr könnt diesen hier haben. Und er holt einen aus seinem Gürtel heraus. Welchen darf ich haben? Den 2W4 plus 2 oder den 4W4? Kannst du den 4er nehmen. Boah. Wenn er nicht genau hinzeigt, nimm den.
Und ja, wir werden natürlich beobachten, was passiert. Aber der Orden des Obelisken ist eigentlich für die Überwachung des von Halbschimmer und der Mauern zuständig. Und naja, es sind noch eine Handvoll Personen übrig, die im Laufe der Nacht im oberen Geschoss waren. Ich kann euch nicht mehr zur Verfügung stellen als das. Besser als nichts. Dankeschön. Recht willkommen. Vielen Dank. Ja, eine Frage hätte ich noch, Adelmund. Was ist denn mit meinem Stab? Kriege ich den wieder? Du kannst es gerne versuchen. Nein. Midas, bevor du die Kristalle anfasst, vielleicht fragst du die Männer, ob sie einen anderen Stab für dich haben. Ich habe einen Stab für dich. Gib mir mal einen Kampfstab. Kann ich damit was anfangen? Nein. Du kannst, also du weißt, dass das kein magischer Fokus ist. Danke. Na gut. Gut, dann nicht. Ihr braucht einen Gegenstand, der euren astralen Fluss kanalisiert, nehme ich an. Richtig. Ihr habt nicht zufällig einen da. Wartet, kommt mit. Ja. Der führt euch wieder zurück zur Bibliothek, wo auch ein paar Leute in Roben am Arbeiten sind. Und geht zu dem Erstbesten hin. Hey du! Das ist so ein Junge von 16 Jahren oder was, der da gerade am Studieren ist. Dein Stab. Was ist mit meinem Stab? Er hat ungefähr so einen großen Stab mit so einer kleinen Kristallkugel oben dran. Ja, der ist jetzt meiner. Zack, nehme ihn einfach. Moment mal. Auftrag des Illuminierten. Okay. Und während ich gehe, rufe ich nochmal hinterher. Auftrag des Illuminierten. Die kommen, nach einer Minute kommen die wieder. Und gut, dass ich es rausgesucht habe. Was war es? Ein Zauber, oder? Vier. Ach, vier. Die wichtigen wahrscheinlich. Aber voll ist die jetzt ist er jetzt. Hat sich voll die Mühe gemacht. Danke, Tim. Hey, danke, Tim. Toll, Tim, wirklich. Flint. Ich weiß nicht, was ihr in den Tiefen der Katakomben finden werdet. Aber Pedro ist mit euch. Danke. So, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Puff, mach einfach die Tür. Schiebst du runter. Es gibt keine Tür, aber du kannst die Treppe wieder. Oder die Treppe runter. Ich nehme sie alle. Ich schaff's runter und der blaue Staub. Midrash, ich glaube, es wäre besser, wenn ich vorgehe. Dein Voransturm hat uns bisher nicht wirklich viel gebracht. Oh, das würde ich nicht sagen, aber... Dir am allerwenigsten. Das lasse ich unkommentiert. Und ich gehe dran vorbei. Gut. Ach du, der erste Fußabdruck auf der ersten Stufe mit dem blauen Pulver wurde so ein bisschen weggestoßen. Deine Schritte auch schieben dieses Pulver so ein bisschen weg. Setzt sich so an deinen Schuhen etwas ab. Und ihr geht hinunter in einen dunklen Bereich. Wer von euch kann denn im Dunkeln sehen? Nur wir zwei? Ich glaube, nur ihr zwei, ja. Ach, schön. Also, ich setze natürlich meine Brille dafür auf, aber... Ich zögere nicht lange und lasse eine Flamme in meiner Hand aufgehen. Entfache Feuerblume. Dann eine kleine Handfackel. Mir egal, ich mache trotzdem, fasse mein Schild an und sage, Herr und Vater, bringe mir Licht und wirke Licht. Okay, dein Licht, dein Schild bringt dir Licht in Fackelhelle und auch Gon bringt fackelhelles Licht hier hinein. Soll ich vorgehen? Ich meine, weil ich in die Dunkelheit gucken kann. Nein. Ist schon in Ordnung, danke. Na gut. Dann gehe ich eben neben dir. Okay, wie ist eure Marschordnung? Kann ich neben Flint stehen? Ist das breit genug? Mal so, mal so. Dann kannst du es erstmal machen. Ja, dann... Ich würde mich so ans hintere Ende, dachte ich, dass ich so hinten dran trotte. Oh, ich würde mich so in der Mitte irgendwo befinden. Ich bleibe genau. Auf jeden Fall in Medraschs Nähe. Ja, genau. Keine Angst, dass er fragt, wie unsere Marschordnung. Ich sehe nur einen Baum.
Ihr geht runter. Die Katakomben sind halt, sind da halt keine großen Korridore. Sind halt schon eher enge Gänge. Man könnte hier zu zweit entlang gehen. Wäre nicht das Erste, was ihr seht, mehr von diesen kristallinen Auswüchsen, die von allen Seiten, linke Wand, rechte Wand, von der Decke, vom Boden, euch das Weiterkommen erschweren. Ihr könnt euch da dran vorbei bewegen, sobald ihr rangeht. Ihr seht, dass man da auch durchkommt, aber nicht die ganze Zeit nebeneinander. Und es wird auch Stellen geben, an denen ihr nicht durchkommt. Da müsst ihr euch dann gleich was überlegen. Aber meine Frage ist jetzt erstmal, geht ihr dort heran, geht ihr dort vorbei? Ihr werdet die Sachen berühren, wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann. Flint und Eleni vorne weg, die ersten Kristalle, die ihr seht. Flint? Eleni? In dem Traum sind die Kristalle gewachsen? Sie haben Blitze geschossen? Was ist passiert? Nochmal? Die Blitze, glaube ich, kamen von oben. Gone. Die Blitze. Was ist mit den Blitzen? Die sind von oben auf den Obelisken eingeschlagen, oder? Ja. Und was war mit den Kristallen? Die waren an allen Stellen und überall. Wie eine Seuche durch die Obelisken. Und wenn wir jetzt hier durchgehen, werden wir aufgespießt? Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Weil wir ja keine Steine ranhalten, oder? Und wenn wir sie berühren mit den Fingern? Wir haben nur den Stab dran gehalten. Wir wissen nicht, was passiert, wenn man sie berührt. Also ich halte mich für sehr geschickt. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Sehe ich irgendwas auf dem Boden? Sehe ich Spuren von irgendwas an den Stellen, an denen diese Kristalle sind? Erkenne ich was? Du bist auch blau. Egal, du bleibst weiß. Du siehst hier zunächst erstmal keine Besonderheiten. Es ist der erste Gang dieser Katakomben mit Bogendecke, der übersät ist mit diesen bläulichen Kristallen. Ich kram in meiner Tasche und nehme eins von diesen Steineiern daraus. Ich habe zwei. Und werf das einfach mal in den Gang, sodass das links und rechts so ein bisschen die Kristalle berührt, wenn das geht. Ja, du holst aus und wirfst den, den doch recht schweren kleinen Gegenstand gegen den ersten Kristall, den du siehst. Und es trifft auf so eine herausragende Spitze und bricht das Ding ab und ting, 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 liegt dann auf dem Boden. Sieht erstmal sicher aus. Also? Was sind das für Eier? Die haben wir mal gefunden. In so einem ziemlich abgeranzten Burgteil. Ach, schon in Ordnung. Erzähl ich ein anderes Mal. Die haben wir gefunden, kurz bevor wir Ritter geworden sind. Das ist eigentlich, also Perrin, eine spannende Geschichte für einen anderen Tag. Und ich laufe weiter vor. Falls sie das Ei liegen lässt, würde ich es aufheben. Ich will versuchen, den Kristall gleich aufzuheben, wenn wir in dem Gang sind. Boah. Gut, dann machen wir es zuerst. Du gehst erstmal vor, versuchst dich erstmal so ein bisschen unter diesen Sachen hindurch zu bewegen und du bist direkt hinterher und kannst den Kristall direkt berühren. Du versuchst ihn aufzuheben und greifst ihn, fühlt sich kalt an. Du hast aber auch so ein leichtes elektrisierendes Gefühl, dass du ihn in der Hand hast. Gon Flint, will sich das einer von euch mal ansehen? Ja, ich gehe hin und gucke mir ihre Hand an. Kristall drin in der Hand. Sehe ich irgendwas, irgendwelche Spuren, die der Kristall hinterlässt? Irgendwas, was ihre Haut verändert? Irgendwas? Ist ein Kristall. Dann packe ich ihn ein. Wie groß ist der? Das ist halt... So eine Spitze? Ja, ungefähr so groß. Okay. Das Steinei habe ich oder hast du das genommen? Das habe ich da liegen lassen. Ja, dann habe ich das jetzt. Hast du jetzt ein Steinei? Du gehst voran. Genau, ich gehe voran und wann immer ich das Gefühl habe, dass mir ein Kristall zu nahe kommen könnte, versuche ich mit meinem Schild da so gegenzustoßen, um ihn vielleicht irgendwie abbrechen zu können. Mhm. Okay, ja, das machst du. Du gehst nach vorne und gibst dann so einen kleinen Stoß und bröckelt dann immer so ein bisschen was davon ab. Scheint nicht zu stabil zu sein, nicht so fest zu sein. Aber trotzdem massive Kristalle. Also nicht hohl.
arbeitet euch da vorsichtig durch. Flint vor euch macht den Weg dann dementsprechend frei. Ist für dich ein bisschen schwierig, weil du natürlich bedeutend größer bist als die anderen. Ja, und ich bin auch sehr neugierig und gucke mit strengem Blick diese Kristalle an und tippe ein vielleicht einfach mal an. Und du kriegst einen kleinen Stromschlag. Und würde gerne, wenn ich darf, also darüber nachdenken, ob ich diese Kristalle vielleicht kenne oder etwas damit anfangen kann. Das tust du sogar. Ja, das tue ich. Ich wollte nur fragen, auf was ich werfen darf. Arkane Kunde. Arkane Kunde, wunderbar. Sehr pure Begeisterung. 7. Mhm. 7? Ja. Ja, du weißt halt, dass du diesen Kristall bekommen hast in deiner Magierakademie damals. Aber mehr darüber hinaus, über die Herkunft und so. Also ich weiß, dass es genau dieselbe Art von Kristall ist. Das weiß ich. Kann ich einen dieser Kristalle... Ach, ich frage gar nicht. Ich nehme einen dieser Kristalle, nehme meinen Stab und nimm diesen kleinen Klunker oder was das ist, da aus der Fassung. Ah, von dem Magierstab, den genau, du hast. Genau, genau. Okay, ja, da ist so eine kleine Kristallkugel. Genau. Ja, weg damit. Fling, ding, ding. Und nehme einfach den Kristall, den ich jetzt in der Hand habe und versuche ihn da irgendwie in diese Fuge reinzuquetschen. Okay, passt das da so? Ja, das rein in die Fassung. Was nicht passt, wird passend gemacht. Okay, das ist da so rein. Ja. ja. Und, Und er möchte das natürlich auch gleich ausprobieren, ob das klappt. Also, also du hast das da so rein. Ja, achso, okay. Hältst es so, denkst, ja, könnte funktionieren. Wenn du ein bisschen schräg hältst, dann fällt das Ding wieder runter. Ich hebe also den weggeworfenen kleinen Kristall wieder auf. Und du brauchst nicht unbedingt den Stab dafür. Du kannst vielleicht ja auch durch den Kristall alleine wirken. Oh, das ist ein guter Hinweis. Also bei dir war es ja auch nicht der Stab, sondern nur der Kristall vorne, der deine magische Energie macht. Stimmt, natürlich. Das heißt, ich tue ihn trotzdem wieder in die Fassung rein, packe den Stab weg und versuche mit dem Kristall tanzende... Nein, warte. Ging tanzende Lichter... Du hattest nachgeguckt. War das ja, einer... Das, dann bräuchtest du... Da brauche ich, ne? Mhm. Okay, dann, um es auszuprobieren, wirke ich tanzende Lichter, um das alles noch ein bisschen mehr zu erhellen hier. Okay, du konzentrierst dich auf diesen Kristall, den du in der Hand hast, lässt da deine Magie hineinfließen und dann entstehen 4 kleine Lichtpunkte in diesem Kristall, diese flackern. Dann wieder ausgehen. Ich packe ihn trotzdem ein. Und nehme meinen Stab wieder raus. Okay. Flint, du bahnst dir den Weg weiter. Du schräg rechts vor dir unter diesen Kristallen, die aus dem Boden schräg rauskommen, einen Fuß siehst. Aus den Kristallen. Du siehst den Fuß und das Bein. Und ein bisschen darunter, wo das Knie anfangen würde, ist halt Kristall, Kristall, Kristall. Bleibt stehen. Was ist denn? Kein Schritt weiter. Bewegt euch nicht. Ich bewege mich. Langsam vorwärts. Und kann ich mich diesem Fuß nähern, ohne dass ich selbst in Berührung mit den... Kannst es versuchen. Bin ich mal der schlaue Flint. Ich drehe mich um zu einer anderen und sage, in dem Kristall, in einem der Kristalle da vor mir ist irgendwas, ein menschlicher Fuß oder irgendetwas. Vielleicht ist jemand gefangen. Sollen wir ihn aufbrechen? Wartet. Nicht so schnell. Ich gehe vor. Wenn irgendetwas passiert, dann lauft hier raus.
Lauft in die andere Richtung. In Ordnung? Mehdrasch läuft nie davon. Das ist keine Zeit für falschen Heldenmut. Aber was soll denn passieren? Wollen wir nicht irgendwas in die Richtung werfen? Bevor du gehst? Ich habe noch ein zweites Steinei. Und ich habe das andere. Wir könnten ein Seil an dir befestigen und dich zurückziehen, falls was passiert. Von allen dreien Ideen finde ich die am besten. Die mit dem Seil? Die mit dem Seil. Ich hole mein 15-Meter-Seil aus meinem Rucksack und bind dir das so um die Taille. Und wie sollen wir dich zurückziehen, wenn du in einem Kristall verschlungen wirst, aufgespießt? Das wird es ja hoffentlich nicht kommen. Bereit? Gut durchdacht. Bereit und ich gucke dich an. Mehdrasch, würdest du mit anpacken? Achso, ja, entschuldige. Hängst du in der Luft, wenn wir das Seil so oben haben? Ich zieh doch nicht mit. Würdest du bitte mitziehen? Hilft das wirklich? Und ich bewege mich Schritt für Schritt langsam vorwärts. Immer mit dem Seil nach. Mit dem linken Fuß vor, mit dem rechten nach und dann mit dem Schild so vor. Gut, du näherst dich diesem Fuß. Ich weiß nicht, wie du es vorgestellt hast, aber es ist kein nackter Fuß, es ist natürlich ein Schuh. Ein Schuh mit Fuß. Ein Schuh, in dem wahrscheinlich ein Fuß steckt. Und so ein bisschen eine Stoffhose drin. Und es ist eine Schräge, die da hochgeht. Das heißt, du musst dich so ein bisschen drunter beugen und könntest dann diesen Fuß erreichen, wenn du wolltest. Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also dein Freund ist kleiner als du. Und ich bin geschickter als du. Kann ich mehr erkennen mittlerweile? Jetzt, wo du dich runtergebeugt hast, siehst du auf jeden Fall, dass der Boden weiter mit diesem blauen Pulver bestäubt ist. Fast fingerdick hoch. In den Kristallen spiegeln sich die Umrisse, die zu einer Gestalt hinter dem Fuß passen würden. In den Kristallen. Bevor du weiter vorangehst, strecke ich die Hand aus, aber ich gehe nicht vor dich, ich stehe immer noch hinter dir und... Hast du das Seil in der Hand? Naja, das habe ich noch in einer Hand. Eine habe ich. Also bist du hinter ihm, wollte ich damit sagen. Genau, hinter ihm. Stimmt ja. Und wirke Windbö, um das Pulver ein bisschen wegzutreiben, dass das nicht auf dem Boden liegt, damit er da nicht reintritt. Vorher sollte er weitergehen. Okay, du machst eine Bewegung und der Staub geht weiter weg in Richtung des Ganges. Und ihr seht jetzt den kleinen Steinboden dort. Es fängt sich so ein bisschen von dem Pulver, fängt sich in den anderen Kristallen. Aber der Bereich ist auf jeden Fall von diesem Pulver befreit. Irgendjemand oder irgendetwas ist in diesem Kristall eingeschlossen. So viel steht fest. Geh bitte nicht weiter. Du warst schon mal versteinert. Wenn du jetzt in einem Kristall feststeckst, weiß ich nicht, was wir tun sollen. Perrin. Was ist das? Was ist was? Dieses Bein, dieser Fuß in dem Kristall, hast du sowas schon mal gesehen? Ich habe Lebewesen schon mal gesehen, ja. Lasst mich doch mal sehen. Und für mich ist das alles sehr eng, glaube ich. Und deswegen... Gehst du vorbei, genau. Einen Klon den anderen. Legst so ein paar ab mit der Schulter und genau. Der Seite, mit deinem Schwanz hinten noch so... ich habe mir meinen Schwanz eingequetscht. Ein Moment. Okay. Mal sehen. Kann ich das jetzt schon erhaschen? Du kannst denselben Anblick? Auch sehen, was Flint gesehen hat, ja. Kommt mir das bekannt vor? Was? Was ich da sehe? Ist eine menschliche Gestalt drin, eingewachsen in diesen Kristall. Ich denke, sinniere darüber, ob ich schon mal von einer Kristallisierung humanoider Wesen gehört habe. Okay. Ja, dann machen wir auf Arcane Kunde. Dankeschön. Allein für die Formulierung. Das sind ja neue Erkenntnisse.
Achso, oh. Kriegt man drauf auf Arcane Kunde, hoffentlich. Ja, natürlich. Ich habe eine wunderbare 9. Ich hab's heute irgendwie mit. Also, soweit du weißt, bis vorhin, bist du davon ausgegangen, dass Kristalle eigentlich nur sehr langsam wachsen. Na, Medrasch, du kennst also auch Menschen oder Lebewesen. Habe ich schon mal gesehen. Oder was meinst du, Flint? Ich meine, das ist ein Fuß. Was soll ich... Soll ich mal hingucken? Ich drehe meinen Schild, dass er auf dem Kopf steht, und versuche mit dem unteren Ende, also jetzt oben liegend, gegen den Kristall zu schlagen. Mit dem Ziel? Zu gucken, was passiert, wenn ich draufhaue mit Schmackes auf diesen Kristall. Okay, also Richtung des Körpers. Genau, da wo ich diesen Schatten vermute oder sehe. Okay. Genau. Ja, du kannst da, nimmst ihn mit beiden Händen und haust ihn einmal runter und bringst einen Riss in dieses Gebilde und es brechen auch ein paar Teile ab. Wenn du das weitermachst, könntest du da mehr freilegen. Das wäre vielleicht der richtige Moment, um dir zu sagen, dass ich eine Spitzhacke im Inventar habe. Tatsache. Auf dem Boot war doch noch nicht eine Spitzhacke, die habe ich mir noch reingesteckt. Ja, ja. Jetzt ziehst du ganz schüchtern aus meinem Beutel so eine Spitzhacke und reichst sie dir so kommentarlos rüber. Ich hätte nie gedacht, dass die wirklich Verwendung findet. Ich auch nicht. Never. Ich nehme die Spitzhacke und schlage weiter auf den Kristall. Legst ein Schild zur Seite und ja. Hackst da weitere Kristalle raus, kling, kling, und arbeitest dich weiter vor. Wirst vorsichtiger, als du merkst, dass du dich dem Körper näherst. Bitte, ja. Und nimmst dann die Hacke vorne und machst nur noch so ein bisschen. Ja, und als du an den Körper rankommst, vielleicht noch 30 Zentimeter entfernt bist, siehst du, dass der ganze bläuliche Bereich von Kristall sich eher rötlich färbt. Wir... Was passiert denn da, Flint? Ich weiß nicht, was das ist. Es färbt sich alles rot. Ich glaube, es könnte Blut oder etwas anderes sein. Ich kenne zwei rote Flüssigkeiten. Blut und Wein. Wein wird es nicht sein. Vielleicht sollten wir ein Stück zurückgehen. Blut ist nicht tödlich, außer für den, der zu viel davon verliert. Also, was könnte dann passieren? Gon, du kannst doch heilen. In der Tat? Versuch es. Ich guck zu Flint. Flint, meinst du, das bringt noch... Schon, ich glaube, wir sind zu spät. Oh, Medrasch. Leider hat meine Heilung fehlgeschlagen. Du hast auch schon bessere Tage gehabt. Sagt der, der versucht hat, einen Zauber mit dem Fokus zu machen. Da ist nichts passiert. können wir dann weiter? Ich meine, die Kristalle tun ja anscheinend nichts, außer man hält einen Kristall an einen Kristall. Vielleicht sollten die Leute, die Kristalle genommen haben, nicht die Kristalle an andere Kristalle halten. Wahrscheinlich hast du recht, wir verschwenden unsere Zeit. Und es tut mir leid, aber die sind da oben und wenn wir weitere Beine in Kristallen sehen, ich weiß nicht, wie lange ihr eure Luft anhalten könnt, aber bei mir funktioniert das nicht so lang. Was sollten wir hier unten eigentlich nochmal? Frag Gon und Flint. Irgendwas ist passiert und ich meine, der Illuminierte sagt auch, dass irgendwas passiert ist. Wir müssen uns einfach umsehen. Natürlich, und das machen wir auch. Ich gehe schon weiter vor. Okay. Eleni! Reden bringt nichts. Wir müssen gucken, was hier los ist. Du hast recht. Du gehst nach vorne und drehst dich nur kurz um. Reden bringt nichts und hast plötzlich so eine Hand im Gesicht. No. Die aus dieser Höhe ungefähr aus einem Kristall herausragt. Oh, Eleni! Oh mein Gott. Eleni, was ist passiert? Da ist noch. Ich habe mich nur erschreckt. Da ist noch eine Hand. Da ist also noch jemand. Du brauchst eine Hand? Nein, da ist jemand im Kristall. Hier sind ganz viele Leichen.
Flint, ich glaube, die können wir nicht retten. Wir müssen gucken, dass wir weiteres Leid... Weiter, wir müssen weiter. Gehst du vor? Ja. Okay. Du arbeitest dich weiter vor. Perrin, du schaust dich so ein bisschen um, guckst hinten noch. Du kannst von vorne aus dem Gang heraus ein Geräusch wahrnehmen. Ich pack Flint am Arm. Schnell, da vorne können wir vielleicht noch was retten. Und renn auf das Geräusch zu. Okay, ihr beeilt euch, weiter nach vorne zu kommen. Und arbeitet euch weiter durch, müsst noch ein bisschen hacken. Und nach den nächsten zwei Kristallhindernissen, die ihr euch durchgearbeitet habt, sitzt am Boden ein Mann, vielleicht Mitte 30, dunkelhäutig, kahlgeschoren, Glatze. Und sein halber Körper ist hier mit Kristallen versehen. Diese Seite mit dem Arm und dem Kopf ist noch frei. Und sein rechter Fuß guckt auch noch raus. Er hängt dort in diesem Kristall drin. Don, jetzt ist aber deine Zeit gekommen. Schnell! Ich renne auch hin, nehme seinen Kopf in den Arm und schaue, ob ich irgendwas sehe und ob er irgendwas braucht. Der ist ziemlich am Ende. Tu doch was! Spuckt Blut. Ich renn mal hin. Ich bin ja nicht so schnell wie Perrin offensichtlich. Renn hinterher. Guck mir die Sachlage an. Sehe ich irgendwelche offensichtlichen Wunden oder sieht er nur sehr erschöpft aus? Also die Seite, die noch... Kristalle aus. Naja, aber die Seite, ja, die Seite, die noch gut ist. Die ist noch... Die tut doch noch. Oh, die ist doch halt. Der macht dann locker noch 100.000 Kilometer. Also da, wo der Übergang zu den Kristallen ist, ist komplett blutig versehen und auch aus seinen Körperöffnungen, Augen und Nase, Mund fließt Blut, er spuckt Blut. Ansonsten hat er keine Wunden jetzt per se auf dieser Seite. Bevor ich irgendetwas mache, rufe ich ihm erstmal zu. Kannst du uns hören? Kannst du uns hören? Pelor hört dich. Sprich, und ich lege meine Hand auf ihn und wirke heilendes... Nee, nicht heilendes Wort, sondern Wunden heilen. Ja, tu das. Und sage, aller Schmerz vergeht im Licht. Wie viel heilst du? Das ist eine gute Frage. Entschuldigung, es ging ja erstmal darum, dass ich ihn rette. Okay. W8 plus Weisheit. W8 plus Weisheit, okay. Warte. 10. Das hält nicht gut. Ja, das waren volle Punkte. Ja, du lässt Leuchten in deinen Händen entstehen und legst es auf seinen Hals und seine Brust und etwas von dem Blut zieht sich zurück und er kriegt wieder etwas mehr Leben in sein Gesicht. Er öffnet jetzt vorsichtig die Augen und das erste Mal hat er einen Blick, der gerade in dein Gesicht führt. Wer? Mein Name ist Flint Dagan, ich bin Kleriker. Was ist euch geschehen? Und ich drehe mich kurz um zu Metrasch und sage, ich habe ja noch Spitzhacke habe ich ja noch, müsste ich ja noch haben. Die werfe ich ihm zu oder lasse sie dir zukommen auf jeden Fall und sage, schlag auf den Kristall ein. Ja. Aber sei vorsichtig. Ja. Sprich, du kannst mit mir reden. Blauer. Schlage. Als den ersten Schlag, den du machst. Warte. Ja. Es scheint ihn zu verletzen. Oh, das ist nicht gut. Sprich. Blauer Nebel. Ein blauer Nebel und was? Er breitete sich aus. Aus der Tiefe. Vom Obelisk. Ein blauer Nebel aus der Tiefe. Ja.
Wurdet ihr überrascht? Ist etwas passiert? Gab es eine Explosion oder etwas Ähnliches? Nein. Kristalle. Nebel wurde zu Kristallen. Aus dem Nebel wurden Kristalle. Ja. Das kann nicht sein. Kristalle wachsen nicht so schnell. Was noch? So viele tot. Ich weiß, ich streichle seine Wange. Beruhigt sich etwas. Bleibe in Ruhe. Pelor ist bei dir. Pelor wacht über dich. Flint, er leidet. Ich weiß. Gria Donnerklinge. Sie. Unsere Ordensführerin. Sie brachte einen runden Kristall hier runter. Und was hat sie mit diesem Kristall gemacht? Ging zur Obelistenkammer. Ihr müsst dahin. Vielleicht könnt ihr noch was tun. Wir müssen da runter. Gibt es eine Möglichkeit, dich zu befreien? Weißt du das? Guckt rüber auf die Seite. Was sollt ihr denn tun? Ich weiß es auch nicht, aber wir können dich doch nicht deinem Schicksal überlassen. Magst du einen Schluck Wein? Perrin! Was soll er denn tun? Was soll ich denn tun? Ich nehme meine Flasche Wein, meine halbe, und halte sie ihm an den Mund, dass er so viel trinken kann, auch wie er will. Er nimmt es, fließt viel auch runter. Bin vorsichtig, ne? Ja. Er hält es dann wieder weg. Nickt er zu. Ich weiß nicht, wie viele noch hier unten sind. Hab keine Sorge, wir werden sie finden und wir holen Hilfe. Kann einer von euch loslaufen? Wohin denn? Nach oben, in die Bibliothek. Vielleicht kann uns jemand helfen. Vielleicht kann ihm jemand helfen. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Das kann nicht sein. Soll ich ihn erlösen? Wir können ihm nicht sein Schicksal überlassen. Tut es. Es tut so weh. Ich nehme die Spitzhacke und hole einmal kräftig aus und ramme sie ihn direkt in seinen Kopf. Okay. Ja. Damit beendest du das Leben dieses Mannes. Medrash! Was hast du getan? Er hat gelitten. Medrash hat recht. Wir konnten ihm nicht mehr helfen. Du hast gesehen, wie er leiden musste. Es blieb nichts anderes übrig. Ihr konntet es ja nicht. Stattdessen habt ihr gefragt und gefragt und weiter gefragt, während er gelitten hat. Ich schmeiß die Spitzhacke weg. Ting, ting, ting. Ich klopf dir auf den Rücken. Sag, es bringt nichts, wir müssen weiter. Ich nehme einen tiefen Schluck. Guck mir Drasch an. Schüttel den Kopf. Ich gehe zu Flint rüber und umarme ihn. Flint. Wir hätten Hilfe holen können. Wir hätten irgendetwas tun können. Hätten wir nicht. Das weißt du doch überhaupt nicht. Du bist ein Narr. Und du bist ein Mörder. Ein Erlöser. Gehe demonstrativ voran. Du gehst keinen Schritt weiter. Was willst du?
Ich will dich hier nicht sehen. Nicht in den heiligen Hallen Pelos, nicht am Obelisken. Nicht auch nur ein Stück weit in seiner Nähe. Flint. Nein! Gon, kannst du Medrash zur Seite nehmen? Ich nehme Flint. Nein, das sehe ich nicht ein. Wir hätten nichts tun können. Danke, Gon. Flint. Wir brauchen Unterstützung. Ich bin von seiner Methode auch nicht überzeugt. Der Abt selbst hat uns hier runtergeschickt. Wenn er etwas hätte tun können für diesen Mann, dann hätte er das schon getan. Flint, ich habe ein Auge auf ihn. Wir müssen weiter. Bevor der nächste Nebel kommt und wir auch... Ich habe ihm im Blick, keine Sorge. Geh vor. Okay. Geh ich vor. Ja. Ich setze mich hinten an die Gruppe. Bewegt euch weiter. Ich glaube, wir sollten alle einmal kurz durchatmen. Auch nochmal für euch, die hier zu Hause sitzt und das gerade miterlebt. Wir lieben uns alle. Wir spielen eine Rolle. Deswegen spielen wir das Ganze, um ja, noch einmal ein paar Konflikte zu erleben. Habt ihr noch Wasser? Hier haben wir keins mehr. Ne? Nee. Ach, großartig. Oder war das eine Ingame-Frage? Nee. Ich habe offensichtlich ein paar Sachen dabei. Oder sein Bein, ne? Da sein Bein. Die Spitzhacke nicht mehr. Nee. Wie gebt euch weiter? Diese Katakomben entlang. Und das Bild ist gleich. Ihr findet keinen weiteren, der noch am Leben ist, aber weitere Gestalten, die in Kristalle eingewachsen sind. Körperteile, die teilweise herausragen. In der Nähe dieser Gliedmaßen immer das ja, rötlich veränderte Bild. Und ihr arbeitet euch dort durch, bis ihr in eine größere Kammer kommt. Eine Kammer mit ja, mehr Platz, als ihr vorher hattet, weil der Raum selber ja nur Kristalle von den Wänden aufweist. Das heißt, ihr könnt euch in Mitte dieses Raums begeben, wo immer nur ab und an mal welche aus dem Boden heraus gestoßen waren. Und dieser Raum hat eine größere Öffnung, in der es vermutlich geradeaus weitergeht, die ja, komplett mit Kristallen verwachsen ist. Die ist komplett zu. Drumherum, als ihr euch diese Kammer ein bisschen genauer anguckt, seht ihr Wandreliefs, Zeichnungen des Ordens von Paladinen, die wahrscheinlich nur die innersten Personen des Ordens jemals zu Gesicht bekommen. Du schaust dir das ein bisschen genauer an, Flint, um zu verstehen, was hier vor sich geht. Und siehst in diesen Malereien den Obelisken stehen, der von Paladinen angebetet wird. Und gehst weiter dieses Bild entlang und du siehst dann den Obelisken, wie er in einer großen Höhle zu finden ist. Also die Spitze des Obelisken ist in einer großen Höhle und sind mehrere magische Runen, um diesen an diesen Höhlenwänden zu sehen. Dann siehst du den Obelisken, wie er zwischen es sind einige kleine Kreise daneben zu sehen und Fische, die daneben zu sehen sind. Dann siehst du den Obelisken auf dem Gipfel eines Berges, der mit Schnee bedeckt ist. Und den Obelisken, wie er in einem bewaldeten Gebiet steht, voll mit Wäldern und Bäumen drumherum und Pflanzen, südlichen Pflanzen. Ihr könnt es alle natürlich wahrnehmen. Das waren vier verschiedene... Es gibt insgesamt 5 Obelisken an denen.
Hat jemand... Nein, ich frage erst gar nicht, ob jemand schon mal sowas gesehen hat. Flint, in unserem Traum gab es nicht nur einen Obelisken. Das stimmt. Wie meint ihr das? Es fing mit einem an. Und als Flint dann die Flucht ergriff, schossen mehrere Obelisken aus dem Boden. Sicherlich ist der Halbschimmer-Obelisk nicht der einzige. Habe ich schon mal woanders einen Obelisken gesehen? Mannwurf auf Geschichte. 19. Ja, du kennst diesen in Halbschimmer offensichtlich, weil du hier öfter durchgekommen bist. Du weißt von Obelisken nur, dass die von den Paladin und Klerikern des Lichts halt angebetet werden. Deswegen gibt es Nachahmungen von dem, der hier in Halbschimmer steht, auch an anderen heiligen Orten. Aber das hier ist the real deal quasi. Ja. Und an anderen Orten wird er sonst nicht... Also wüsstest du sonst keinen und wird sonst auch nicht benutzt, weil man halt auch weiß, dass es so ein Paladin-Kleriker-Ding ist, so ein Licht-Orden-Ding. Ist der Obelisk immer in der gleichen Position dargestellt? Also steht er quasi immer, hat er immer die gleiche Position in dem das in ist immer Konstellation? Ein exaktes Duplikat, ja. Okay. Der sieht immer exakt gleich aus, nur die Umgebung ist anders. War da eine Tür? Geradeaus ist eine große Öffnung, die aber von blauen Kristallen auch komplett versperrt ist. Wollen wir versuchen, durch diese Öffnung zu kommen, oder? Einen anderen Weg gibt es ja nicht. Ich fange dann einfach mal an und nehme meinen Stab und... Du nimmst den Stab und haust dagegen, gegen den ersten Kristall, um irgendwie eine Öffnung zu machen, der abbricht und kommt so ein bisschen blaues, bläuliches Pulver dort heraus und eine kleine bläuliche Nebelwolke. Ich weiche zurück. Und der Kristall wächst sofort nach. Das wird schwierig. Sieht ganz so aus. Der Nebel schwebt so ein bisschen weiter, bis er an der Wand einen Kristallauswuchs trifft und da weitere Kristalle wachsen lässt. Das gibt es nicht. Also es scheint ja ganz so, dass wenn der Nebel auf etwas trifft, dass sich dann Kristalle bilden. Aber Kristalle wachsen nicht so schnell. Na, aber es scheint ja irgendwie mit diesem Nebel, der wahrscheinlich magisch ist, zusammenzuhängen. Warum gibt es hier den Nebel und das Pulver, wenn wir die Kristalle zerstören? Aber vorhin, als Eleni einen Kristall abgebrochen hat, ist nichts passiert. Vielleicht scheint die Quelle des Nebels hinter dieser Wand zu sein. Und was ist mit dieser Griadonna-Klinge? Meint ihr, sie ist dahinter? Ich glaube, sie steckt dahinter. Also, aber ob sie dahinter überlebt? Du tust? Ich tue. Ich tue wirken. Weil ja gerade die Rede von Magie war. Wirke ich doch einfach mal Magie entdecken. Okay. Du setzt dich kurz hin, holst ein Zauberbuch raus und fängst an, deine Ritualbewegung zu machen. Das dauert jetzt erstmal 10 Minuten, um dein Ritual zu wirken, womit du... Halt, nein, stimmt gar nicht. Wir haben es geändert. Du kannst es doch einfach anmachen. Haben wir doch letztes Mal rausgefunden. Ja, du kannst es einfach anmachen. Magie entdecken kannst du einfach so. Ja. Ja, ja, dann schließt du die Augen, konzentrierst dich und öffnest die Augen wieder und in bläulichem Feuer leuchten Medrasches Augen. Genau. Und du aktivierst Magie entdecken. Du schaust dich um und bist geblendet. No. Überall dort, wo Kristalle sind, leuchtet es. Du kannst auf den Boden gucken, wo man gerade nur Felsen, nur Stein ist und da ist ein kleiner dunkler Schimmer, aber es ist alles magisch. Ist das hell. Du. Hier ist alles voll von Magie. Das hätte ich euch auch so sagen können, aber... Ja, kannst die Sicht wieder abstellen. Vielleicht sagen uns diese Symbole noch mal was.
irgendwas. Ich würde nochmal hingehen und vielleicht auch drüber streichen, ob mir irgendwas auffällt. Du versuchst die Reliefs nochmal und schaust dir die Bilder nochmal an, brichst sie dir genauer ein, aber du findest so beim Abtasten jetzt nichts, was dir weiterhilft. Was macht ihr? Ich stehe vor den Bildern und überlege, was es damit auf sich haben könnte. Das eine ist unter Wasser. Gibt es einen Ort unter Wasser? Oder können wir vielleicht mit Wasser irgendwas machen? Wir können es probieren. Also. Aber selbst wenn, auf dem anderen ist Schnee. Soll ich Wasser auf das Bild, oder? Ich weiß es nicht. Die Kristalle. Ich mach beides mal. Probier es aus. Nimm Wasser, mach erstmal auf das Bild Wasser drauf. Ja, es wird ein bisschen sauberer. Und dann Wasser auf die Kristalle. Das ist deine Wasserflasche oder was? Mhm. Wasserschlauch. Okay. Was für Blitze rauskommen. Ja, du wirst das Wasser draufkippen und blaue Funken gehen da hoch und leiten sich hoch in diesen Wasserschlauch und kriegst auch so einen Schlag. der Stelle, wo der Blitz rauskam, bröckelt der Kristall so ein bisschen weg und wächst dann wieder nach. Also die Kristalle mögen anscheinend kein Wasser, aber tut ein bisschen weh. Sie wachsen so schnell wieder nach. Kann einer von uns nicht Magie unterdrücken oder irgendwie sowas? Dann hätte ich das genutzt, um den Mann zu retten. Ich hätte noch Feuer in der Hand. Aber Blitz und Feuer? Der eine war unter Wasser, der andere war so, dass man im Halbschimmer das gesehen hat. Einer wird angebetet, einer ist unter Wasser, einer ist auf einem Gipfel. Einer ist zwischen südländischen Bäumen und einer ist in der Höhle mit magischen Zeichen. Sind die magischen Zeichen eine Sprache oder ist es einfach Kauderwelsch? Du kennst wenig magische Zeichen. Aber ich trete mal näher heran und wirke Sprachen verstehen, um zu überprüfen, ob das nicht vielleicht doch eine Sprache ist und nicht nur einfach irgendwelche Zeichen. Vielleicht diese magischen Zeichen. Vielleicht kann ich auch diese magischen Zeichen. Du schaust dir die magischen Zeichen genauer an. Ja, genau. Erkennst, dass es Runen sind oder zumindest Runen darstellen sollen. Also es sind nicht die tatsächlichen magischen Runen, aber sie erinnern dich an Bannzeichen, Schutzzeichen und Bannzeichen. Das heißt, irgendwie ist diese Höhle dafür da, vor etwas zu schützen oder was da drin ist, zu bannen, dass es nicht raus... umgekehrt, vor dem zu schützen, was drin ist, oder das zu bannen, dass nichts raus reinkommt. Ah, okay. Aber du glaubst nicht, dass Magie in genau diesen Zeichen in diesem Raum sind, sondern die erinnern dich nur daran. Das könnten Bannzeichen sein. Zumindest erinnern sie mich daran. Wisst ihr, was Bannzeichen sind? Damit bannt man für gewöhnlich etwas. Selbsterklärend, nicht wahr? Hm. Ja. Ja. Was wird da gebannt? Da. Ich bin nicht aus Halbschimmer. Ja. Während er das erzählt, wie ist denn der Boden beschaffen? Ja, auch Felsen, Steinboden, einzelne Steinplatten. Kein Sand oder irgendwas Weicheres? Das blaue Pulver ist halt auch hier zu finden. Ich gehe mal zu einem bisschen von diesem blauen Pulver hin und greife eine Hand voll. Okay. Auch wo du das greifst und berührst, dann hast du so kleine Funken, Blitzfunken, die du spürst. Es kribbelt so ein bisschen leicht wie eine Gänsehaut. Aber das kannst du greifen. Ich zeichne die Zeichen, die ich auf dem Bild sehe, auf dem Boden mit dem Pulver so ein bisschen nach. Passiert irgendwas? Nee. Immerhin. Kunstwerk. Aber jedes Mal, wenn du so ein bisschen was davon runterfallen lässt, siehst du auch hier so kleine Blitzfunken, die so runterfallen. Ich hab nichts mit Blitzen. Was ist, wenn wir es ganz schnell aufschlagen? Einer von uns rennt durch und guckt, was dahinter ist. Aber da ist doch der Nebel. Was willst du denn? Du willst doch nicht in diesen Kristallnebel laufen.
könnt den Nebel wegpusten. Ja. Aber wer weiß, für wie lass lange. Lass uns erstmal gucken, ob du den wegpusten kannst, okay? Dann schlagen wir es mal auf und du probierst es, den wegzupusten. Dann, Flint, schlägst du mit mir drauf ein? Ich blicke aus meinem Gebetsbuch hoch, was ich mir rausgesucht habe. Und sage, ja, komm. Natürlich. Dann schlagen wir auf ich drei. Drauf einzuhacken. Immer da, wo ihr draufhaut, brechen die Kristalle wieder ab. Es kommen kleine Blitzfunken heraus und das Pulver an den Schlagstellen verteilt sich auch so ein bisschen auf den Boden. Und der Nebel entsteht dort auch wieder. Und macht so kleine Wölkchen. Was willst du damit tun? Wir sind aber nicht durch diese Kristallwand durch, ne? Also wir schlagen nur Stücke davon ab. Das ist so der erste Bereich, der so in eure Richtung rausgeht. Wir haben aber hier noch mehrere Schichten, die halt dann eine solide Wand ergeben. Mit einzelnen Kristallen, die so rausgehen. Bevor ich das wegpuste, wie ist denn eigentlich die Decke von dem Raum beschaffen? Auch da kommen Kristalle raus, aber es ist eine Steindecke. Also es war wohl mal eine felsenartige Katakomben-Geschichte hier, ein größerer Raum halt. Ja, ich puste den Nebel erstmal dann zur Decke. Okay, stellst dich so ein bisschen runter und machst deine Windböe nach oben. Du kannst diesen Nebel tatsächlich beeinflussen. Und der wird hochgepustet und immer da, wo er dann etwas berührt, kommen neue Kristalle raus. Es gibt's im Raum sonst noch irgendwas. Also wir sind ja irgendwo hergekommen, dann gibt's diesen einen, gibt's sonst noch irgendwas ein? Die Treppe runter und das scheint ein Vorraum zu sein für den nächsten Raum, der diese Malereien aufweist, aber weiter ist hier nichts zu finden. Ich setze mich in die Mitte des Raumes und beginne zu beten. Hallo, Herr und Vater, gib uns ein Zeichen. Rette uns. Von mir aus prüfe uns, prüfe mich. Aber gib uns eine Chance. Okay, Flint betet. Was macht ihr? Mir kommt die Idee, dass ich meinen Kristall nochmal raushole und identifizieren wirke. Auf den Kristall? Auf den Kristall. Das kannst du tun. Das musst du aber allerdings als Ritual machen, da setzt du dich dann erstmal eine Weile hin. Ja. Gut. Also während Flint betet, setzt du dich hin, die weitere Ideen. Auf dem Wandbild, ich glaube, es war das erste, wie viele Paladine sieht man auf dem Wandbild zu dem Obeliskenbild beten? 4. Ich meine, 1, 2, 3, 4. Hast du irgendwas zu uns gesagt? Das wahrscheinlich. Einmal. Was willst du? Geh zu dem Wandbild hin. Sagst du, hey Perrin, hey Eleni, guck mal, da beten 4 Paladine. Ich weiß, wir sind keine Paladine, aber vielleicht geht es um die Anzahl der Leute? Ich kenne mich mit Gebeten nicht aus. Flint, lies uns doch nochmal dieses Gebet vor, was du immer machst, und dann können wir das ja machen. Spricht mit mir. Geh in seine Nähe und lass mich auch auf ähnlicher Position, wie ich sie von ihm wahrnehme. Ich ebenso. Ich auch. Vater des Morgens. Vater des Morgens. Vater des Lichts. Vater des Lichts. Vater der Wärme. Vater der Wärme. Vater des Rechts. Vater des Rechts. Führe mein Handeln. Führe mein Handeln. Leite mein Sein. Leite mein Sein. Höre mein Beten. Höre mein Beten. Denn ich bleibe dein. Denn ich bleibe dein. Ja, konzentriert euch auf diese Worte und sucht sie aufzunehmen und denkt an den Obelisken. Je mehr Worte ihr davon sprecht, umso mehr könnt ihr Geborgenheit und Wärme wahrnehmen. Und, ihr seht zwar kein Licht, aber ihr spürt, dass diese Worte eine Wirkung haben. Öffnet sich die Tür leider nicht, aber ihr bekommt alle, außer Midrash, eine Inspiration, die ihr ankreuzen dürft. Das heißt, ihr dürft einmal einen W20-Wurf nachwürfeln. Ach, nachwürfeln? Einfach so? Boah, das ist ja groß. Wie lange gilt das? Rieke, da über den Rettungswürfen ist ein Kasten sogar dafür. Echt? Ja. Oh. Wie lange gilt das? Ich muss mir das auch schauen. Indefinite. Ja, aber es hilft eurer Situation leider. Aber es war schön. Es war großartig.
Dafür, dass Perrin jetzt endlich mal gebetet hat. Ich wollte ja sagen. Und jetzt? Also, mir geht's gut. Ich geb's zu. Aber es war ein Versuch wert, aber... Ich gehe jetzt näher an die Bilder ran und versuche die abzutasten, ob ich irgendeinen Mechanismus oder sowas finde. Okay, mach mal einen Wurf auf Nachforschung. Neunzehn. Okay. Du tastest das ab, du schaust dir nochmal genau diese Obelisken an. Du guckst, ob man da irgendwo was reindrücken kann oder irgendwie sowas. Als du zu dem Obelisken mit den Bäumen kommst, dem südländischen, hast du schon das Gefühl, dass das, das muss Tim mal weghören, Bäume sind, die aus deiner Heimat stammen. Mhm. Wieso ich? Was sind das für Bäume? Aber du findest nichts. Das Einzige, was du merkst, ist, dass du auch ein Kribbeln verspürst, wenn du diese Wand anfasst. So ähnlich wie es, ja, wie die anderen das auch gespürt haben, ne? Als Kristalle berührt worden sind und kleine Funken daraus sprühen. Und Kontakt aufnehmen zwischen Kristall und Finger. Ich bleib da stehen, halt meine Hand da weiter dran und sag: Ich spüre eine Verbindung zu diesem einen Bild. Vielleicht wollt ihr die anderen mal berühren? Okay. Ich fasse auch nacheinander die anderen vier Bilder an. Genauso wie sie. Okay, also du spürst auch über diese Felswand generell bei jedem Bild, wo du mal berührst, dieses Kribbeln und das Elektrische, was irgendwie aus der Wand auch in dich reingeht. Deswegen willst du es nicht zu lange berühren, aber... ja, es passiert nichts Besonderes. Ich spüre keine Verbindung zu irgendeinem Bild. Vielleicht spüre ich eine Verbindung zu deinem Bild und gehe nochmal zu ihrem hin. Sie fühlt sich genauso an. Ich gehe ohne ein Wort an das Bild mit dem Obelisken unter Wasser. Und berühre. Ja, du spürst ein Kribbeln. Und kleine blaue Blitzstrahlen, die dich die näherst, kurz mit dir verbinden und dann... Such dir noch ein paar Möglichkeiten raus, das zu beschreiben. Könnte noch öfter passieren. Das war jetzt das letzte Mal. Ich fasse es nochmal an. Das ist genau wie vorher. Die sind ja an der Wand. Ja. Sind die irgendwie angeordnet wie etwas anderes in dem Raum, wenn ich mich jetzt umgucke? Wie ich es besprochen habe. Sind die, wie groß sind die, diese Bilder? Tun sich vor euch auf, ungefähr dein halber Körper, so ein Wandbild halt. Von einmal Perrin. Zwei links von dem Tor und drei rechts davon. Kannst du die nochmal genau beschreiben? Und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man die anfasst? Nein, die Bilder. Ja. Also südländisch, unter Wasser, Schnee. Ihr habt den Paladin-Halbschimmer-Obelisken, wo vier Leute beten. Mhm. Ihr habt einen Obelisken, der mit magischen Zeichen in einer Höhle ist. Einen Obelisken, der unter Wasser ist. Ihr habt einen Obelisken mit südländischen Bäumen. Und ihr habt einen Obelisken auf dem Gipfel. Das erste Rätsel und komplett versagt. Das ist äußerst spannend, hoffentlich auch für die Leute, die zu Hause zuhören. Falls sie noch nicht wissen, wie es sich anfühlt, dann können sie Obelisken aussehen. Falls ihr euch zu Hause die Haare rauft, weil die Antwort so offensichtlich ist. Ja, ich warte ja nur darauf, dass du mich davon erlöst, weil... Ja, du identifizierst halt 10 Minuten, aber okay. Okay. Die anderen haben ja auch schon eine ganze Menge gemacht, ja. Oder? Ja. Dieser... Der Kristall, den du jetzt identifiziert hast, untersucht hast, es ist ein, du erkennst eine böshafte Präsenz da drin, eine magische, nekrotische Art tatsächlich. Gleichzeitig aber auch siehst du Anzeichen von Hervorrufungen,
Und ja, so elektrische Matrizen in diesem astralen Konstrukt, was du da sehen kannst, die halt auch irgendwie mit ja, elektrischer Blitzenergie zu tun haben. Aber mehr kannst du nicht identifizieren darauf. Okay. Dann, nachdem ich mir den, also diesen Kristall identifiziert habe, gucke ich, was die anderen so treiben und sehe dann wahrscheinlich, dass die alle vor diesen Gemälden stehen. Trete auch näher heran. Schau mir die Bilder genau an. Aha. Aha. Ja. Perrin. Ja. Kommt dir dieser Baum bekannt vor? Welcher? Der, wo Eleni steht? Ja. Es ist halt ein Baum, der im südlichen Gebiet Thais, unteres südliches Krethorn, südliches Baravel und die Inseln da drunten vorkommt. Eher so palmenartig. Habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen, ja? Ich stelle mich vor das Bild mit dem Gipfel. Mhm. Ich würde vorschlagen, jeder stellt sich mal vor ein Bild, mit dem er eine Verbindung hat. Okay. Dann gehe ich vor das Halbschimmerbild. Flint vor das mit den betenden Leuten. Das ist das Halbschimmerbild. Ja. Ach so. Ja. Ich höre gar nicht ihm zu. Also ich ist für mich gestorben. Ach so, okay. Also, okay. Na, wir können uns doch mal alle vor die Bilder stellen. Von mir aus Flint dann an das Halbschimmerbild. Dann Lenny steht ja schon bei ihrem Bild. Ich weiß nicht. Ich würde es mal ausprobieren. Dann geh ich an das mit der Höhle. Höhle? Bäume? Hm. Schnee. Schneegipfel? Ich Wasser. Wollte doch Gipfel. Gipfel? Achso. Na, dann Wasser. Bleibt ja nur Wasser. Wasser? Wasser? Nee, er ist Halbschimmer. Halbschimmer, Wasser. Nein! Ihr versteht nicht! Ihr sollt zu dem Bild, mit dem ihr eine Verbindung habt. Also wenn ich nicht bei Halbschimmer stehen, bei den Betenden muss, dann muss ich zu dieser Höhle hin. Ich sag's dir doch, wie es ist. Ich dachte... Na komm, fassen wir alle an. Was können wir denn verlieren? Unser Leben. Keiner von euch spürt irgendwas anderes als das elektrische Gefühl. Wie war das nochmal? Ihr steht falsch. Ich glaube nicht, dass... Hat niemand von euch etwas mit Wasser zu tun? Ich gehe an das Wasserbild. Ich habe doch schon gesagt, ich war noch nie auf einem Schiff. Ich gehe an das Wasserbild und jetzt ist das, also das mache ich, das sage ich nicht. Ich gehe an das Wasserbild und dementsprechend ist jetzt auch das vor dem Halbschimmer frei. Ich bleibe beim Gipfel. Gipfel, Wasser. Geh du mal zu dem Halbschimmer und ich gehe zur Höhle. Kannst du? Bitte. Ja, gut dann. Halbschimmer, Höhle, Baum. Ihr berührt gleichzeitig diese. Wenn jetzt wieder nichts kommt. Andre, wie das? Es passiert nichts. Don, du hast doch etwas mit Pflanzen zu tun. Geh zu dem mit dem Baum. Ich gehe zu dem Bild mit dem Baum. Don, du gehst zum Baumbild rüber, schiebst dich so an Eleni vorbei und. Du guckst dabei so ein bisschen schräg an ihr vorbei, siehst diese Kristalle und dir kommt wieder in Erinnerung, was du in deinem Traum gesehen hast. Hm. Ach, an euch zweien hängt's also. Du hast nämlich schon sehr, sehr viele Kristalle zerbersten sehen. Im Traum? Im Traum. Also im Traum habe ich sehr, sehr viele Kristalle zerbersten sehen. Sag sowas doch nicht. Und wie? Durch Blitze. Ich gucke zu Flint rüber. Durch Blitze. Es war ein wahnsinniges Gewitter in unserem Traum.
Hat jemand irgendeinen Blitzzauber? Ja. Soll ein Blitzzauber wirken? Sag das doch gleich. Ich halte mich schon bereit mit dem Wind, falls aber irgendwas passiert. Ich gehe auf jeden Fall. Ich will auch in Deckung gehen oder so. Einen Schritt dorthin, wo es nach oben geht. Okay. Stelle ich mich hin. Sonst kommen da gleich die ganzen Kristalle. Lainey verschieben sich zur Treppe. Flint, du ich, bitte auch. Gehe etwas auf Abstand. Nehme meinen Stab und ist noch etwas ungewohnt. Ist nicht der Stab, den ich gewohnt bin. Ach, was soll's. Schwinge ihn ein paar Mal in die Luft und bilde damit einen Pfeil. Einen Hexenpfeil. Mhm. Und lasse ihn auf die Bilder los. Okay, du wirkst Hexenpfeil. Auf die Bilder. Und schießt diesen Pfeil los auf die Bilder. Und dieser Pfeil fliegt herein in das Bild direkt rechts neben der Tür und die Blitze arbeiten sich hoch, die Wände hoch, runter und treffen dann direkt auf die Kristalle, die zu Pulver zerfallen und auch das Tor wird befreit von Kristallen. Es arbeitet sich weiter runter, den Nebel entlang, der dahinter den ganzen die ganze Treppe und den Abgang gefüllt hatte, verpufft und in der Dunkelheit verschwinden deine Blitze. Und dieser Raum ist von Kristallen befreit. Na, das war ja leicht. Wenn ihr mich nicht hättet. Ja, jemand anders wäre wahrscheinlich schneller auf die Idee gekommen, aber ich stampfe wortlos an allen vorbei und gehe. Ich gehe direkt an seiner Seite, weil ich Angst habe, dass ihm was passiert. Ich gehe hinterher. Ich grinse Medrash an, so ein bisschen von unten. Na? Hast wahrscheinlich auch schon mal eine Spitzhacke in den Kopf bekommen. Und geh den hinterher. Ihr begebt euch weiter eine breite Treppe herunter. In einen Bereich, der jetzt weniger erschaffen aussieht, sondern eher nach einer natürlichen Höhle scheint. Nur die Treppen unten sind behauen. Man geht vorsichtig weiter, immer noch mit dem heiligen Licht Pelors und der Fackel von Gon beleuchtet, die sich flackernd in den Felswänden widerspiegelt. Und ihr habt da wirklich eine längere Treppe vor euch. Geht eine Minute, zwei runter, bis sich vor euch eine größere Höhle öffnet. Und könnt unten keinen Nebel sehen, aber weitere unzählige kristallene Strukturen, die dort auch wieder den Raum erfüllen. Und gegenüber, inmitten dieses größeren Raumes, ist der Obelisk zu sehen. Zumindest ein Teil davon. Ihr befindet euch jetzt wahrscheinlich unter dem Obelisk von Halbschimmer und ihr seht eine trapezartige Form, die oben dann dementsprechend abgeschnitten ist. Seid also irgendwo unten und der Obelisk, der oben ist, scheint tief weiter nach unten sich fortzuführen. Ihr habt also einen breiteren Abschnitt dieses obsidianen Kolosses vor euch, der über und über übersät ist mit blauen Kristallen. Der Raum auch. Und ebenfalls weitere humanoide Gestalten in den Kristallen dort in diesem unteren Bereich. Ich probiere es einfach mal. Ich schreie ganz laut, Gria? Gria, Gria. Keine Antwort. Gria ist nicht da. Nur weil jemand nicht antwortet, heißt es noch lange nicht, dass er nicht da ist. Aber das wirst du sicherlich auch noch lernen. Flint? Na los. Wir müssen schauen, ob wir irgendwas finden. Ich gehe vor. Und ich halte mich wieder hinten hinter Medrash und habe ein Auge auf ihn. Und ich sage, Licht werde heller und wirke Taumaturgie. Mhm. Und verstärke das Licht, das von meinem Schild ausgeht. Okay. Ja. Erhältst du ein wenig mehr den Bereich um dich herum? Er macht das schon ordentlich doll. Ne?
Traumaturgie ist halt auch ein Zaubertrick. Traumaturgie, die ist auch richtig eine rein. Also sind schon ordentlich. Ja, ja und leuchtest dann, dein Licht spiegelt sich in den ganzen Kristallen und wirft Reflexionen auch an die Decke. Als würdest du Licht in ein Prisma tauchen, nur dass alles bläulich golden ist, nicht farbig. Versuchst an dem Leid voranzugehen, was du siehst. Aber es ist nichts, ja, es ist alles besonders, aber nichts, was du noch nicht in diesen Katakomben gesehen hast hier unten bis jetzt. Die ersten Schritte, die du machtest. Auf dem Weg zum Obelisken ist nichts weiter. Auch da sind Hindernisse, aber du kannst zum Obelisken gehen. Aber es ist nichts Prägnantes, nichts präsent irgendwie. Halt Kristalle und Leichen. Ja, reicht ja schon genug. Dann gehe ich langsam Schritt für Schritt weiter bis zum Obelisken vor. Ja, dann folgt. Okay. Dann steht ihr vor dem Obelisken. Und jetzt? Und jetzt? Ich weiß es nicht. Ein weiterer Hexenpfeil. Es könnte die blauen Kristalle vom Obelisken ablösen, aber in unserem Traum ist der Obelisk dann zerborsten? War es nicht so, dass der Obelisk, habt ihr nicht gesagt, der ist als einziger stehen geblieben? Ja, aber nur ein Teil davon, ein Wrack eines Obelisken. Wird durchzogen mit Rissen. Die nehmen ihren Obelisken hier ganz schön ernst und der ist ganz schön heilig. Also, ja. Ich glaube, wir sollten mit Blitzen vorsichtig jetzt sein, erstmal. Kann man um den Obelisken rumgehen? Das ist möglich, ja. Dann würde ich einmal drum rumgehen und gucken, was ich so sehe. Okay, du gehst auf der rechten Seite, bahnst du dir den Weg wieder weiter durch die kristallinen Strukturen. Und sich gerade unter so einem Bogen, der sich gebildet hat, durchducken, so von rechts ein Knacken hörst. Bleib stehen und gucke dorthin. Guckst, du hast nichts berührt, also ist nichts. Weiß ich, woher das Knacken herkam? Du würdest sagen, es sind ein paar Meter weiter auf der rechten Seite, hinter so ein paar weiteren Kristallen. Dann gehe ich ganz langsam und leise dorthin und gucke. Ja, und dann merkt, dass Perrin da irgendwas entdeckt hat. Perrin, sei vorsichtig. Ich gehe hinterher. Und du hörst von der linken Seite ein Knacken. Andere Seite. Sein links oder dein links? Ja. Die andere Seite, wo Perrin nicht ist. Ah. Ich gehe auch langsam drauf zu. Perrin, du gehst um eine Kristallsäule herum. Du siehst dort einen weiteren Kristallhaufen, der allerdings fast menschliche Züge aufweist. Ein grober, kristallner Körper ist und ein Arm aus Kristall, einen zweiten Arm, zwei grobe Beine aus Kristall aufweist und sich dort gerade bewegt. Und da würfeln wir nächstes Mal Initiative. Oh, fucking hell! Oh! Oh. Oha. Diese Episode wurde zwischendurch ziemlich heavy. Dann wurde sie ziemlich lahm. Nicht wisst, wie man Kristalle kaputt macht. Ich wollte es mit den Blitzen gleich sagen, aber ich dachte, wenn das dann so rauspulvert, dann sind wir alle tot. Ich kann keine Blitze wirken. Ich auch nicht. Ich habe den Traum nicht gehabt. Aber ja, ich werde aber nicht der Einzige sein, der Blitze wirkt. Es hat sich so ein blauer Schatten über die Vision gehoben und Kristalle und Blitze gemacht. Egal. Wie dem auch sei. Wir sind nicht die Cleversten. Also ich hatte nicht die Vision. Also wir können ja so sagen, wir haben es ja einmal erwähnt und das müsste dann in dem Moment eigentlich schon hier so ein bisschen... Wir werden das gleich noch im Behind the Scenes noch ein bisschen besprechen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf, was für Kreaturen denn da jetzt in dieser Höhle auf unsere Helden lauern. Wir erfahren das nächste Woche.
Bis bald und bis zum nächsten Mal. Kommentiert gerne. Letzte Möglichkeit für das Gewinnspiel von Cat in the Dice Bag diese Woche. Also kommentiert fleißig hinein und ihr könnt vielleicht etwas gewinnen. Wir werden es nächste Woche erfahren, wer gewonnen hat. Und bis dahin, ach, macht es gut. Bis bald und auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.